So, hallo und herzlich willkommen auf der Rückegasse vorm Wald, beziehungsweise eigentlich so eher im Wald, ja, kann man sich streiten. Wir machen heute mal wieder ein langes Video. Letztes Mal war ein kurzes, davor war auch, glaube ich, nicht ganz so lange, ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal, jedenfalls diesmal wieder was Langes, und zwar aufgrund von ein bisschen aktuellem Anlass und weil ich das auch schon ewig lang mal machen wollte, reden wir heute mal über den Zoo. Also wir gehen nicht in den Zoo, aber wir reden drüber. Und ja, das könnte ein Weilchen dauern. Und zwar, meiner Meinung nach, läuft es bei der Zoo-Thematik letzten Endes darauf hinaus, dass man am Ende, ob jetzt ein Zoo gut oder schlecht ist, sowas in die Richtung, folgende Frage stellen muss, beziehungsweise letzten Endes sich die meisten Zoo-Diskussionen auf das Beantworten der folgenden Frage herunterbrechen lassen, beziehungsweise den Versuch, das zu beantworten oder eben einzelne Argumente in die eine oder andere Richtung zu geben. Nämlich lautet besagte Frage: Rechtfertigt der Nutzen von Zoos das individuelle Leid der Zootiere? Ja, das ist so ein bisschen die Frage, um die es meistens geht. Man könnte theoretisch auch fragen, lohnt sich ein Zoo finanziell, aber das ist nicht das, was die Gesellschaft interessiert, das ist auch durchaus nachvollziehbar, sondern eben genau die Frage, ob es den Zootieren oder wie es den Zootieren so geht und ob das jetzt eben nun mal zu rechtfertigen ist, dass es ihnen möglicherweise nicht ganz so gut geht, in Anbetracht dessen, dass ein Zoo möglicherweise auch positive Auswirkungen hat. So, und ich sage jetzt ganz viel möglicherweise und werde hier auch sehr viel weiteres in könnte sein formulieren, weil es halt eben ein sehr kontroverses Thema ist und häufig über Emotionen diskutiert wird, beziehungsweise die Debatte emotional stattfindet und die Wahrnehmung dessen, was passiert, auf einer subjektiven Ebene häufig als Argumentationsgrundlage zumindest mitverwendet wird und ein Stück weit natürlich auch muss. Das ist keine Fragestellung, die man rein mit naturwissenschaftlichen Methoden, zumindest haben wir noch nicht die notwendigen Erkenntnisse dafür, keine Fragestellung, die also nur mit rein Mathe letzten Endes gelöst werden kann, sondern Emotionen sind hier wichtig. Und das macht es zu einem schwierigen Thema, weil wenn wir Emotionen in den Vordergrund rücken lassen, dann kommt immer das Problem auf, dass Emotionen selbstverständlich nur eine subjektive Wahrnehmung einer Einzelperson sein können. Man kann zwar Emotionen oder Meinungen und Gefühle dahingehend objektivieren, also objektivieren nennen wir es in der Wissenschaft, wenn man subjektive Daten nimmt und versucht, aus diesen objektive Gegebenheiten abzuleiten. Also zum Beispiel, der Klassiker ist eine repräsentative Umfrage, die wissenschaftlich gut begleitet worden ist, wo man eben alle Leute, die es betrifft, gefragt hat, was sie davon halten, und dann meinetwegen rauskommt, dass 83% der Chicken Nugget Esser der Meinung sind, dass da weniger Panade dran gehört und mehr Fleisch rein. Keine Ahnung, nur ganz banales, fiktives Beispiel. Ja, und dadurch hat man dann zumindest, es ist zwar immer noch eine subjektive Empfindung, aber man hat eine Mehrheitsmeinung. Und letzten Endes ist Demokratie ja auch nichts anderes, das letztendlich das gemacht hat, was sich wird, also im besten Fall, wenn es dann funktioniert, das gemacht wird, was sich die Mehrheit der Leute halt eben nun mal wünscht. Ja, wie gesagt, im besten Fall. Ja, und das ist dann ein Stück weit objektivierte Subjektivität. Sehr, sehr schwierig, ein interessantes philosophisches Thema auch, über das man sich sehr lange streiten kann. Warum erzähle ich das jetzt lang und breit? Naja, weil es halt eben für die Diskussion, ob Zootiere jetzt leiden oder nicht oder ein Zoo gut ist oder schlecht, unglaublich wichtig ist, dass wir uns klar machen, dass das Leiden von Zootieren nur schwierig objektiv bewertbar ist und auch viel Nutzen von Zoos, den sie laut Angaben der Zoos haben, und auch der häufig ein Stück weit auch subjektiv und nur dann als hoch empfunden werden kann, wenn man bestimmte Voraussetzungen glaubt, ein Stück weit. Ja?
Und das macht das halt eben zu einem sehr, 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 sehr schwierigen Thema. Bei anderen kontroversen Diskussionen kann man wunderbar eben letzten Endes dann mit der Forschungslage um die Ecke kommen und sagen, naja, letzten Endes ist es 65% so und 35% so. Intelligent wäre es jetzt eben den 65% Weg zu nehmen, weil der halt wahrscheinlicher ist als der 35% Weg. Und das haben wir hier nicht. Tatsächlich zum Beispiel ist es momentan so, dass wir bei den allermeisten Tieren völlig im Dunkeln tappen, beziehungsweise es nicht beweisen können, beweisen auf gar keinen Fall und auch keinen deutlichen Trend, also eine hohe Wahrscheinlichkeit angeben können, dass es so oder so ist, wenn man sich jetzt die Frage stellt, ob das Tier ein konzeptuelles Gefühl von Freiheit oder ein Konzept von Freiheit, ein konzeptionelles, also es stellt sich vor, was Freiheit sein soll und hätte es das gerne, das können wir nur unglaublich schwierig nachweisen. Bisher gibt es keine verlässliche Methode, um das bei egal welchem Tier, nehmen wir mal einen Biber an, nachweisen zu können, dass der Biber das Bedürfnis hat, sich frei zu fühlen und ein Verlangen nach dahingehender Autonomie hat, seinen Lebensraum frei wählen zu können. Ja? Möchte der Biber gerne jederzeit das Gefühl haben, seinen momentanen Damm verlassen zu können oder seine momentane Burg verlassen zu können, um woanders neu anzufangen? Ist das für einen Biber wichtig? Evolutionär macht es wahrscheinlich keinen großen Sinn, dass ein Biber das ständig Gefühl braucht, jetzt seine Burg verlassen zu können, um woanders neu anzufangen, was für ihn nur objektiv nur Nachteile hat, vielleicht aber ihm eben das Gefühl verleiht, den rudimentären, langweilig gewordenen, stressigen Alltag mit der Alten und vielleicht den Kindern hinter sich zu lassen, um woanders eine neue Burg aufzumachen, sozusagen. Ja? Das wäre jetzt eine starke Vermenschlichung vom Biber. Können wir das machen? Eigentlich nicht. Müssen wir das tun? Ein Stück weit ja, weil anders sind Emotionen, die wir haben und die auf unserer Empathie gegenüber Tieren basieren, als Argumentationsgrundlage schwer herbeizuführen. Ja? Das Gefühl, dem Tier geht's nicht gut, abgesehen davon, dass man das ein Stück weit messen kann, durch zum Beispiel Cortisol-Level, Stresshormon Cortison, so rum. Davon hat das Tier entweder viel oder wenig im Blut, das könnte man theoretisch messen und dann hätte man da wirklich einen objektiven Wert. Ob das alles ist, was jetzt den Stress des Tieres verrät, ob man den einfach 1:1 mit dem Cortison-Level gleichsetzen kann. Schwierig, wahrscheinlich nicht, vielleicht aber doch. Und wie finden wir das raus? Ja, wissen wir bisher noch nicht. Ne? Also es gibt da sehr, sehr viele offene Fragen. Und das Problem bei offenen Fragen ist, wenn sie ganz offen sind, das wird nämlich auch gerne falsch interpretiert, ne? Wenn die Wissenschaft etwas nicht weiß, heißt das nicht, jeder soll tun, was er möchte, beziehungsweise wenn die Wissenschaft nicht genau beweisen kann, dass Tiere nicht leiden, wenn man sie einsperrt, bedeutet es nicht zwingend, dass sie leiden, wenn man sie einsperrt, sondern es bedeutet 50-50. Vielleicht leiden sie aber auch nicht. Wir wissen es nicht. Ja? Und das kann dann in beide Richtungen verwendet werden. Das macht das sehr schwierig. Insbesondere, wenn die Überzeugung, dass Tier, wenn man es einsperrt, leidet, darauf resultiert, dass Person A das Gefühl hat, dass das Tier sehr, sehr leidet und Person B sich das Tier anguckt und der Meinung ist, ach, dem Tier scheint es eigentlich ganz gut zu gehen. So, und wie kriegt man jetzt die Wahrnehmung von Person A und Person B unter einen Hut? Ja, gar nicht, weil die einfach gegensätzlich ist und es auch völlig normal und in Ordnung ist, dass eben bei gefühlten Dingen, die wir gefühlt wahrnehmen, der eine so, der andere so. Ja? Man könnte natürlich jetzt jedes Mal demokratisch beispielsweise abstimmen, ob dieses Tier da gerade leidet oder nicht. Ist nicht unbedingt immer zweckdienlich, um genau zu sein, so gut wie nie. Aber ja, wäre eine Möglichkeit, dann eben die Emotion oder unsere gefühlte empathische Wahrnehmung einer anderen Spezies, was prinzipiell auch schon mal schwierig ist. Weil das, was wir, also Empathie ist ja das als das Hineinversetzen in eine andere Person, / Lebewesen, und unsere Gefühle quasi, beziehungsweise uns zu überlegen, was würden wir fühlen, wenn wir das gleiche objektive Erlebnis hätten, was die
Person B, Tier B, auch gerade erlebt. Ne? Also heißt, wenn man uns in einen kleinen Betonkäfig sperrt, dann geht es uns wahrscheinlich nicht gut. Und da wir das aufs Tier übertragen, gehen wir davon aus, dass es dem Tier dann wahrscheinlich auch nicht gut geht. Mal abgesehen davon, dass bei einem sehr kleinen Betonkäfig es ziemlich unstrittig ist, dass es dem Tier da tatsächlich nicht gut geht. Ja? Also da brauchen wir es nicht zu diskutieren. Aber grundsätzlich, nur um die Thematik ein bisschen zu erklären, das macht das so unglaublich mühsam, über dieses Zoo-Thema zu sprechen, beziehungsweise aus einer wissenschaftlichen Perspektive über dieses Zoo-Thema zu sprechen, weil eben Objektivität hier unglaublich schwierig herstellbar ist. Ja? Ein Beispiel, nochmal eins, und dann kommen wir zum systematischeren Teil der Veranstaltung. Der Robert, nennen wir ihn mal Robert, ja? Der geht in den Zoo, was er normalerweise nicht tut, weil da will er ja nicht hin. Aber nehmen wir mal an, der würde jetzt in den Zoo gehen und was sieht er dann da, wenn er jetzt ein, ich würde mal dem aktuellen Stand der modernen Zootierhaltung entsprechendes Gehege für Dammwild sieht. Ja, was sieht er dann? Dann sieht er vermutlich eingesperrte Tiere. So, und das ist prinzipiell schlecht. Und das darf man selbstverständlich so sehen. Es ist überhaupt nichts dran auszusetzen. Es ist ja, es muss ja eine subjektive Wahrnehmung sein, die man momentan erst als erstes mal hat. Ich meine, wir sind ja alles keine Objekte. Wir haben nun mal Emotionen. Diese kann man auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive nicht vollständig ignorieren. Jedenfalls nicht, wenn man lösungsorientiert einen Sachverhalt zu erörtern versucht. Dann wäre es falsch, da jetzt rein mit Zahlen, Daten und so weiter und so fort zu kommen. Insbesondere, wenn diese nicht vorliegen in der erforderlichen Ausführlichkeit. So, ja, wenn wir jetzt in den gleichen Zoo, zu dem gleichen, meinetwegen Dammwild, das da unter durchschnittlich modernen Haltungsbedingungen, sprich ein relativ großes Gehege mit ein bisschen Beschäftigungsmöglichkeiten, ein paar Bäumchen reingesetzt, die zwar abgesperrt mit irgendeinem Maschendraht drumherum, vielleicht hier und da sogar noch ein kleines Wasserlöchlein, was zu trinken gibt. Es wird regelmäßig frisches Grün reingeschmissen an verschiedenen Orten. Eben nicht regelmäßig, sondern sogar unregelmäßig. Das ist auch besser für die Tiere, wenn sie eben nicht jeden Montag um 11, jeden Mittwoch um 11 und jeden Freitag um 11 gefüttert werden, sondern mal dienstags abends, mal donnerstags vormittags, mal mitten in der Nacht, was weiß ich, dass da einfach keine Regelmäßigkeit der Fütterung stattfindet. Die gäbe es in der Natur ja so auch nicht. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit des sogenannten Enrichments, was in Zoos eben viel durchgeführt wird, beziehungsweise viel diskutiert wird, dass man das noch mehr machen möchte, um eben den Tieren mehr Beschäftigung, mehr Abwechslung vom drögen Alltag in ein Betonloch zu bieten. Ja? Also schlimmstenfalls Betonloch, wohlgemerkt. Aber ja, die gibt es noch. Es ist nicht so, dass es die gar nicht mehr gäbe. Und ja, jedenfalls in diesem Gehege mit eben gewissen Enrichment-Maßnahmen, ein bisschen, nicht allzu viel, ne, für ein Tier, das relativ unproblematisch in der Haltung ist. Und jetzt schicken wir da nicht den Robert rein, sondern nennen wir sie mal Dörte. Ja, sie heißt nicht Dörte, aber ich habe eine konkrete Person im Sinn. So, Dörte ist beginnende Biologiestudentin, fängt damit jetzt gerade an und hat ihre Begeisterung für Tiere größtenteils aus Zoobesuchen. Und einfach die Begegnung, selbst durch Mauer oder durch Zaun oder durch Glasscheibe mit Tieren und das individuelle Beobachten des Tieres, was das Tier jetzt gerade tut und nicht die vorgegebene Interpretation des Verhaltens des Tieres in Form einer Dokumentation, ein Film, der jedes Mal gleich ist, wenn du ihn anguckst, sondern eben das individuelle Beobachten eines Tierindividuums und deine eigenen Schlüsse daraus zu ziehen und dieses dann einfach schön schlicht und ergreifend zu finden und einen gewissen Kontakt damit auch zum Tier zu spüren und gerade auch die Tatsache, dass im digitalen Zeitalter eigene Beobachtungen einfach immer mehr zu was anderem werden, glaube ich zumindest, muss nicht so sein, ist nur meine Meinung, als ja irgendein Filmchen, irgendein digitales Erzeugnis von was auch immer, weil das wird immer einfacher, das wird immer mehr zu haben sein und das ersetzt eben den persönlichen Kontakt. Und wenn er noch so klein ausfällt und auch wenn er nur durch eine Scheibe oder eben nicht persönlich ist und das Tier auch nicht wegrennen kann und so weiter. Aber doch durch diese Zoo-Erlebnisse, und so ging es mir übrigens als Kind auch, meine Begeisterung zu Tieren und generell auch der Natur ist unter anderem auch massiv durch Zoos gefördert worden. In meinem Fall hat es funktioniert. Ein gewisser Robert sagt, bei ihm hat das überhaupt nicht funktioniert und bei ihm waren es eher Filme und der Wunsch, die Tiere in freier Wildbahn zu sehen, ohne sie jemals im Zoo
so toll gefunden zu haben. Das kann ja jeder individuell erleben. Das Problem ist nur, wie wirkt man jetzt diese zwei individuellen Erfahrungen, wenn zwei halb fiktivisierte Leute in den Zoo gehen, gegeneinander ab? Ja? Die Dörte ist begeistert, der Robert ist angewidert. Und wer hat jetzt recht? Ja? Der eine ist schon ausstudierter Biologe, also der fiktive Robert, der nichts mit einem real existierenden Robert zu tun hat. Und die Dörte, die nicht so heißt und vielleicht ein bisschen was mit der real existierenden Nicht-Dörte zu tun hat, die gerade anfängt, Biologie zu studieren, weil sie eben durch Zoos, Tierpark und insbesondere Moderne und gerade auch den Wandel in der in den Haltungsbedingungen und die Anpassung und das Lernen über die Bedürfnisse des Tiers und die daraus resultierende Verbesserung der Zootierhaltung, die hat stattgefunden. Das ist unstrittig. Ja, es ist erheblich besser geworden. Ob es gut ist, ist eine andere Frage. Aber es ist besser als vorher. Zum Beispiel in meiner Zeit, als ich zum ersten Mal in den Zoo gegangen bin, war der Betonbunker noch Usus. Ja, das war ganz normal. Da stand das Tier in irgendeinem viel zu kleinen Käfig, ohne irgendwelche nennenswerten grünen Dinge drin. Auf Sand, Beton, Sand wäre noch gut, Beton war dann teilweise auch der Fall, mit sehr, sehr wenig Grün und null Beschäftigung, außer auf die tägliche Fütterung um 13.30 Uhr zu warten, um dann zu fressen und den Rest des Tages wieder rumzustehen und nichts zu tun zu haben. Ja? Also für manche Tiere ist rumstehen und nichts zu tun haben allerdings auch durchaus normal. Ein Faultier beispielsweise. Das mag gerne rumhängen in dem Fall und nichts zu tun haben, weil das gehört beim Faultier mehr oder weniger zum Prozedere. Ja, aber das kommt immer sehr stark drauf an. Oder der Löwe, der 18 Stunden am Tag gefühlt pennt oder döst. Schwierig. Das heißt jetzt nicht, dass ein Löwe einfach zu halten wäre. Das ist bei Raubtieren generell immer ein bisschen schwieriger, weil die ja eigentlich jagen müssten, um ihre Beute zu erlegen, was man im Zoo nicht darstellen kann oder zumindest bisher zumindest nicht wirklich darstellen kann. Und sehr schwierig. Ja? Aber nochmal zurück zu Dörte und Robert. Können wir jetzt abwägen, wer von beiden jetzt nun die korrekte Emotion hat in Verbindung mit dem Zoo? Ja? Das ist prinzipiell so erstmal schwierig. Und daher mag ich auch Argumente wie, ja, ich fühle das nicht. Oder generell einfach dieses Neudeutsche, das fühle ich nicht. Das mag eine gewisse Relevanz haben. Und was du fühlst oder nicht fühlst, ist sicher nicht völlig egal. Aber es lässt sich halt eben schwer auf gesellschaftliche Phänomene oder zum Beispiel die Frage, ob es nun eine Institution so oder nicht geben sollte, übertragen. Darauf möchte ich hinaus. So, und jetzt gucke ich mal, was ich mir noch aufgeschrieben habe und wir machen an der Stelle den ersten Schnitt. Ja, auf meinem kleinen weißen, gräulichen, was auch immer, Steinzeit-Telefon steht, ganz so Steinzeit ist es nicht, es ist ein Smartphone, ja, also nicht, dass hier falsche Eindrücke entstehen. Egal, jedenfalls, da steht jetzt, schließlich läuft es meistens darauf hinaus, rechtfertigt die Nutzung von Zoos das individuelle Leid der Zootiere. Das habe ich ja eingangs schon erwähnt und das ist meiner Meinung nach eben wirklich die zentrale Frage, die hier im Raum steht, die ich jetzt nochmal nennen möchte. So, und wie dröseln wir diese Frage jetzt auf? Das haben wir nämlich vor. Entscheidend dabei ist, wie groß ist der Nutzen von Zoos? Das heißt, wir müssen erstmal rausfinden, was hat der denn für positive Eigenschaften und diese versuchen irgendwie zu quantifizieren. Und wie groß ist das Leid der Zootiere? Und da müssen wir auch erstmal rausfinden, ja, wie können wir denn das überhaupt auch wieder quantifizieren? Erstens, wie viele Zootiere sind's? Kann man die vorhandenen Zootiere in einer Relation zu den noch davon draußen unterwegs sich befindlichen Wildtieren sehen? Kann zum Beispiel für die noch draußen unterwegs befindlichen Wildtieren ein gewisser Anteil ihrer weltweiten Population, der im Zoo lebt, ein Vorteil sein? Ist das so eine Art Arche Noah? Das gibt es häufig, dieses Arche-Noah-Prinzip oder einfach generell das Archenprinzip, dass man bedrohte Tierarten auch im Zoo hält, sodass sie, wenn sie in der Wildnis aussterben würden, aus dem Zoo theoretisch nachgezüchtet und wieder in die Wildnis entlassen werden könnten. Wie gesagt, theoretisch. Es gibt zwar praktische Beispiele, wo das schon erfolgt ist. Es ist nicht mit jeder Tierart möglich und man kann sich jetzt streiten, ob das die beste Ausgabe von sehr viel Geld ist, weil das Ganze auch ziemlich teuer ist. Ne? Aber dazu kommen wir dann später. Nur mal so als Beispiel. Also wie groß ist der Nutzen von Zoos, wie groß ist das Leid der Zootiere und was sind Konsequenzen? Brauchen wir jetzt andere Zoos, bessere Zoos oder keine Zoos?
oder ist alles soweit ganz in Ordnung, wie es gerade ist. Und dazu würde ich dann am Schluss dann nochmal kommen wollen. Ich habe auch ein paar Ideen, was man denn in Zoos möglicherweise im Rahmen eines Kompromisses besser machen könnte. Das wird den Zoogegnern nicht gefallen. Das wird aber auch den Zoodirektoren nicht gefallen. Ja, ich habe wirklich versucht, einen Kompromiss, der eigentlich niemandem gefällt, und das ist der perfekte Kompromiss, der niemandem gefällt, aber vielleicht können eventuell alle damit so ein ganz kleines bisschen möglicherweise leben. Und man kommt um einen Kompromiss, der wehtut, aber noch nicht gleich eine Amputation bedeutet und einen tödlichen Blutverlust. Um so einen Kompromiss kommt man bei Themen, die nicht miteinander vereinbar sind. Tiere einsperren gleich böse, Tiere einsperren merken die gar nicht. Ja, wenn wir diese beiden Positionen verhaben, kann man die nicht zusammenbringen. Es gibt da dieses manchmal ganz unterhaltsame sogenannte 13 Fragen oder Unbubble Format. Ich meine, das ist von der ARD oder von irgendwas mit dem Öffentlich-Rechtlichen jedenfalls. Das kann man auf YouTube angucken, wozu kontroversen Themen vorzugsweise drei Nasen dafür, drei Nasen dagegen hingestellt werden und dann über 13 Fragen als Kette, an der die Diskussion entlang geleitet wird, diskutieren sollen und nach Möglichkeit zu einem Kompromiss finden sollen. Prinzipiell eine gute Idee, einzelne Folgen sind ein bisschen, naja, andere Folgen sind, ja, kann man mal so machen und durchaus ganz interessant, ein paar nette Argumente dabei. Jedenfalls, das gibt es auch zu Zoo und es kam nicht mal ansatzweise zu einem Kompromiss. Eine Annäherung der beiden Lager hat überhaupt nicht stattgefunden, weil hier, und das ist eben meiner Meinung nach das große Problem, das ich ja eingangs jetzt schon erwähnt habe und jetzt gleich schon wieder sage, eben fundamentale ethische Ansichten miteinander kollidieren. Und die kann man durch Argumente wenig beeinflussen. Ja, wenn du überzeugt bist, dass das Tier leidet, wenn man es einsperrt und man dich auch mit Zahlen nicht vom Gegenteil überzeugen kann, weil diese Zahlen nicht existieren, dann gibt es wenig Sachargumente, um dich zu widerlegen. Und umgekehrt leider halt eben auch. Es sei denn, die Tiere leiden wirklich offensichtlich, natürlich. Ja? Also es gibt irgendwo einen Punkt, wo das Leid eines Zootiers so offensichtlich wird, dass man dann nicht mehr diskutieren braucht. Also beispielsweise Stereotypen, Tiger läuft an der Scheibe links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, Elefant. Und der hört gerade nicht irgendeinen Hip-Hop-Song, sondern macht das einfach den ganzen Tag. Also solche Verhaltensstörungen, auffällige Stereotypen, ständig sich wiederholende Verhalten, Fressen des eigenen Kots, des eigenen Erbrochenen bei Primaten beispielsweise, ist was, was man leider häufig beobachtet hat. Psychische Störungen, die eben so intensiv auftreten, dass man da eigentlich nicht mehr viel diskutieren muss, dass das nicht ganz so gesund ist, beziehungsweise so nicht sein sollte. Das gibt es, ne? Keine Frage. Beziehungsweise ist weniger geworden, gibt es aber auch immer noch. Ja, also die Entwicklung ist definitiv positiv, das kann man auf keinen Fall bestreiten. Grundsätzlich sämtliche Zoos weltweit, wo überhaupt eine Entwicklung stattfindet, dann ins Positive, ins Negative sieht man wenig. In richtigen zoologischen Gärten, die also irgendwie wissenschaftlich betreut und miteinander vernetzt sind. Ne? Ein Zoo ist ja ein zoologischer Garten, Zoologie, die Wissenschaft vom Tier. Und ja, das dazu. So, jetzt muss ich nochmal nachlesen, was ich noch aufgeschrieben habe. Wir brauchen also jetzt einen Beitrag, der für jeden Reaction-YouTuber zu lang wird, weshalb ich mir dann keine Sorgen machen muss, dass man hier auf mich irgendwie reagiert und sich mit meinen Argumenten lange auseinandersetzt, weil so viel Zeit haben die ja alle nicht. Ne? Also herzliche Grüße an den Robert, der wird wahrscheinlich nicht mal die Zeit haben, sich das anzugucken. Von daher, ja, kleiner böser Seitenhieb. So, aber ihr habt ja Zeit, also insbesondere mein Stammpublikum, und das heißt, wir können also mit allen Details loslegen. Und zwar Zoo nutzen. Wäre jetzt Kapitel Nummer 1. Möchte ich erstmal nennen, was da diskutiert wird, was beim Zoo-Nutzen im Raum steht. Und zwar, Zoos von sich selber behaupten, den Vierklang, wurde das schön genannt, ich verlinke euch ein paar Quellen, also alles Videoquellen, weil zum Angucken, ne, zum Nachlesen gibt es auch haufenweise Zeug, da könnt ihr euch eigenes raussuchen. Es gibt da wirklich einige Dokumente, allerdings wenig eben richtig bolle Handfestes, was bestätigen würde,
ja, irgendwas, eine Seite bestätigen würde. Ne? Die meisten Dokumente sagen nur, ja, da können wir jetzt nicht so richtig einen ausschlaggebenden Effekt feststellen, sowas in die Richtung. Gut, aber die Zoos selber, inklusive der Zoodirektor von Zürich, also der Züricher Zoodirektor sozusagen, wie heißt das denn? Moment, ich habe es hier unten irgendwo stehen. Ich suche. Das ist der Severin Dressen und der hat wunderbar skizziert die vier Aufgaben des Zoos beziehungsweise sein Interviewpartner von den SRF, ja, ich glaube, so heißen sie, Sternstunden Philosophie. Das gucke ich mal sehr gerne, weil man da sehr viel philosophisches Blablub zu hören bekommt. Ich mag das, das ist natürlich nicht jedermanns Sache, sehr, sehr wahnsinnig intelligentes Format. Zocken zwei Typen an dem Tisch und oder zwei Typ und Typin oder Typ, Typin und Typin hocken am Tisch und unterhalten sich bei einem Glas Wasser über ein meist kontroverses und meistens ziemlich interessantes Thema. Hervorragende Moderation, wirklich herausragend. Das sind alles Philosophen, die da Fragen stellen zu eben teilweise philosophischen, absolut philosophischen Themen, die eher abstrakter Natur sind, teilweise aber auch eben angewandte Fragestellungen, die man philosophisch oder zumindest mit einem philosophischen Hintergrund diskutieren kann. Kann ich absolut empfehlen, da kann man Stunden rein investieren. Die Gespräche dauern auch jeweils immer eine Stunde, ist also auch nicht zu kurz. Enorm hohes Niveau, außerordentlich hohes Niveau, auch zum Teil mit sehr kontroversen Zeitgenossen, die dann aber in diesem Gespräch entweder zeigen können, dass sie doch hochintelligent sind, ja, oder eben nicht. Auch das ist schon vorgekommen, wo man es vielleicht vorher hätte vermuten können. Ja, das Ganze wird in Hochdeutsch geführt. Das macht es für den deutschen Zuschauenden und Zuhörenden vor allen Dingen natürlich ein bisschen einfacher. So, und im Rahmen dessen hatten sie eben auch einen Zoodirektor da und haben eben diese hochinteressante Diskussion geführt. Damit muss man nicht einverstanden sein, was da gesagt wurde. Und es gibt auch viele Kommentare, die das fehlende Niveau kritisch beäugen, das da angeblich in dieser Diskussion stattgefunden hätte. Und da haben wir dann den typischen Fall, dass da jemand zwischen Niveau der Diskussion und erwünschtem Inhalt nicht unterscheiden kann. Die Diskussion ist schon auf hohem Niveau, allerdings ist der Inhalt des Gesagten vielleicht nicht unbedingt das, was man persönlich hören möchte. Und dann sagt man halt, die Diskussion sei schlecht gewesen, weil der Inhalt nicht den eigenen Erwartungen, also der eigenen Filterblase, entspricht. Und das ist dann natürlich auch wieder ein bisschen problematisch. Ne? Aber gut, jedenfalls, um zurück zum Thema zu kommen. Der Zoonutzen laut Severin, und jetzt muss ich nochmal ganz weit runter scrollen, damit mir der Nachname wieder einfällt, das spare ich mir also an dieser Stelle, von Zoos liegt in eben einem Vierklang aus ex vivo und in vivo Artenschutz, das sind zwei verschiedene Dinge. Ex vivo bedeutet außerhalb des Lebens, beziehungsweise außerhalb des Lebensraums in diesem Fall so zu verstehen. Man spricht auch gern von ex vito statt vivo. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das beides dasselbe ist, dafür bin ich nicht Sprachgelehrter genug. Aber ich habe beide Begriffe schon gehört und ich persönlich habe es mit ex. Könnte aber auch sein, dass ex vito bedeutet außerhalb des Lebensraums, ex vivo außerhalb des Lebens. Das wäre dann was anderes, das wäre nämlich tot quasi. Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, mit diesen Begrifflichkeiten. Ich lese das nochmal nach und schreibe es euch unten hin, wie das jeweils definiert ist. Jedenfalls ex vivo, so wie ich das jetzt gerade bei mir hier stehen habe, Artenschutz bedeutet eben, dass man aus dem natürlichen Areal der Art, aus der normalen Lebensführung der Art die Tiere rausnimmt, sie im Zoo quasi speichert, wenn man das jetzt mal ganz böse so formulieren möchte, um sie vorrätig zu haben, wenn eine Wiederaussiedlung bei Erlöschen der natürlichen Population, sprich dem Aussterben in freier Wildbahn, wenn das passieren sollte, könnte man sie dann wieder aussiedeln oder hätte zumindest die Chance, das zu tun. Formulieren wir es mal so. Ja? Das ist also Punkt Nummer 1, der Nutzen von Zoos. Punkt Nummer 2, Artenschutz in vivo bzw. vor Ort. Ja? Soll heißen, ein Zoo gibt einen gewissen Teil seiner Einkünfte. Das ist nicht viel, das sind 2,4-2,7%. Die sind die beiden Zahlen, die da im Netz kursieren. Ich habe auch nichts gefunden, das beweist, dass das mehr wäre. Gibt er aus, um vor Ort
Artenschutzprojekte in Afrika, in Madagaskar, in wo auch immer, wo halt bedrohte Tierarten leben, die Schutz bedürfen, Kongo, Gorilla beispielsweise, um sowas zu finanzieren. Dafür sind das jährlich dann irgendwie, ich meine, 7 bis 13 Millionen Euro, je nachdem nach welcher Quelle man da gehen möchte, irgendwo so in dem Bereich, sagen wir einfach mal 10 Millionen, bewegen wir uns, ist das viel Geld? Naja, für eine Einzelperson ja, für den Natur- und Artenschutz tatsächlich auch, weil da so wenig Geld unterwegs ist, dass 10 Millionen eine große Summe sind. Das ist also weit mehr als die meisten NGOs zur Verfügung haben, bis auf die ganz, 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 ganz Großen. Und die müssen dann allerdings ihr Geld auch wieder auf die gesamte Welt verteilen, sodass das Geld, das für einzelne Artenschutzprojekte dann wirklich da ankommt, manchmal durchaus beträchtlich sein kann. Manchmal aber auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, das eigentlich keinen wirklichen Unterschied zwischen Funktionieren und Nicht-Funktionieren eines Artenschutzprojektes bewirkt. Da gibt es beide Fälle. Ja? Und das wird übrigens auch dann später in der Kritik noch deutlicher. Aber es gibt diese Projekte. Wie gesagt, es gibt Positivbeispiele, wo das wirklich was nützt und richtig was bewirkt. Es gibt Negativbeispiele, wo es wenig bewirkt. Und es gibt Beispiele, da ist einfach gar kein Geld hingeflossen. Da ist es dann, ne, hat man sich halt für ein anderes Projekt entschieden, weil nicht unendlich Geld vorhanden ist. So, aber das ist auf jeden Fall prinzipiell was Positives, dass es das überhaupt gibt. Besser, als wenn es das nicht gäbe. Darauf müssen wir uns einigen. Ja, oder können wir uns einigen, hoffe ich. Weil müssen tun wir es natürlich nicht. Ihr könnt auch generell querschießen. Ist nur nicht hilfreich. So, dann wäre da Bildung anzumerken. Ein Zoo hat eine Bildungsfunktion. Die Bildungsfunktion ist meiner Meinung nach sehr stark davon abhängig, die ist so ähnlich wie die vom Fernsehen. Ja, man kann Fernsehen gucken, oder früher zumindest konnte man Fernsehen gucken und dabei was lernen. Das ist ähnlich wie mit YouTube. Man kann YouTube gucken und dabei was lernen. Hallo! Oder eben nicht. Und das ist sehr, sehr stark eine Hohlschuld. Im Zoo kann man enorm gebildet rausgehen, insbesondere wenn man auch wirklich noch Bock hat, sich mit den jeweiligen Tieren intensiv zu beschäftigen, ein bisschen Vorwissen anzuhäufen, ein bisschen Nachrecherche zu betreiben und rechteckige Schilder an den jeweiligen Gehegen zu lesen, um zumindest mal zu wissen, wie eine Giraffe aussieht, woher die kommt, dass die also jetzt nicht eine asiatische Giraffe ist, sondern eine afrikanische, hoffe ich zumindest. Und also zumindest so ein bisschen Steckbriefwissen von Tierarten ist auch für Kinder interessant, tatsächlich auch aus Spaß. Ich hatte zum Beispiel mal auf einer Führung ein Kind dabei, das hatte das Hobby entwickelt, Baumarten zu können. Ja, das war sensationell, war übrigens 4 oder 5, irgend sowas um den Dreh, also sensationell im Erkennen von Bäumen und hat ansonsten keine weiteren Hobbys. Das ist einfach das Ding, Bäume zu können. Ja, also mir sehr äußerst sympathisch, wirklich faszinierendes Kind. Herzliche Grüße an dieser Stelle, ohne irgendwelche Namen nennen zu wollen. Und also sensationell. Und sowas gibt es eben auch im Zoo, dass es auch eben Tiere gibt, die das Bedürfnis haben, eben, Quatsch, Tiere, auch, ne? Jedes Kind ist auch ein Säugetier, bekanntermaßen, aber eben auch Kinder gibt, die eben durchaus Spaß haben an der systematischen Erfassung von Zootieren, an der zoologischen Artenkenntnis schlicht und ergreifend. Zoologische Artenkenntnis, sprich, irgendwas rennt euch an dir vorbei und du weißt sofort, oh, das war ein Alopex lagopus. Unbedingt, hundertprozentig, auch wenn wir uns hier gerade in Deutschland befinden und ein Polarfuchs hier nicht sehr wahrscheinlich ist und der inzwischen, glaube ich, Volpes lagopus heißt oder Volpes alopex, ich weiß es nicht, der lateinische Name von dem Vieh wechselt ständig. Furchtbar. Ja, aber es ist ein Eisfuchs. Oder Polarfuchs. Ich glaube, selbst Eisfuchs darf man heutzutage nicht mal mehr, große Namensverwirrung. Also gemeint ist dieser weiße Fuchs aus dem hohen Norden. Ja, und ja, das ist also der Bildungseffekt. Er ist da, es gibt ihn. Er könnte größer sein und es gibt ein Kommunikationsproblem, das Zoos haben, dass sie das, was man bei ihnen erleben kann bzw. bei ihnen lernen kann, nicht vollumfänglich so kommunizieren, dass man ohne eigene Hohlschuld sozusagen, ohne eigene Zusatzrecherche und ohne eigenes großes Interesse und auch viel im Zoo verbrachte Zeit nicht zwingend aus dem Zoo schlauer rausgeht, als man reingegangen ist. Also es ist auch möglich, genauso dumm, wie man in den Zoo ging, den Zoo wieder zu verlassen, möglicherweise auch döver. Auch das könnte
könnte ich mir vorstellen, dass es manche Leute schon geschafft haben sollten. So, und dann wäre als Viertes in unserer Auflistung, ich hoffe, ihr konntet mir noch folgen, Forschung. Forschung zoologischer Art, insbesondere im Bereich der Physiologie oder Morphologie von Tierarten, das heißt Aussehen und Körperfunktion, quasi mal ganz grob formuliert, von Tieren. Das kann man bei Tieren in Gefangenschaft erheblich leichter untersuchen, einfach weil die Tiere rund um die Uhr verfügbar sind oder deutlich einfacher zumindest verfügbar sind, als das bei wildlebenden Tieren der Fall ist. Da kann sehr wichtige Forschung betrieben werden, Grundlagenforschung betrieben werden. Dinge wie viel Stress haben Tiere im Zoo durch Cortisonlevel, hatten wir ja schon mal gesagt. Das hat man überhaupt erst angefangen zu messen, eben bei in Gefangenschaft lebenden Tieren, weil das bei wildlebenden Tieren nicht wirklich praktizierbar ist, weil wenn du sie gefangen hast und dann ein Cortisonslevel zu messen, dann kann ich dir sagen, dass sie immer viel Stress haben werden. Das heißt, man kann bei einem Wildtier über ein Cortisonlevel, es sei denn, man verpasst dem Tier eine WLAN-Cortison-Sonde auf dem Rücken, die regelmäßig per oder GPS, was weiß ich, keine Ahnung, bin doch kein Techniker, aber mit irgendeinem Signal über irgendein global funktionierendes Satellitennetz, die regelmäßig mitteilt, wie viel Stress das Tier jetzt gerade hat, und am besten ist auch noch eine Kamera angebaut, dass du gerade sehen kannst, was das Tier gerade macht. Ja, je nachdem. Ne? Also solche Sachen sind bei Wildtieren nahezu nicht realisierbar, bei Tieren in Haltung hingegen eben schon. Das muss einem nicht unbedingt immer gefallen, diese Forschung. Das ist ja generell das große Problem. Viele Forschung, ganz viele im Bereich der Biologie liefert zwar wichtige Erkenntnisse über alle Lebewesen inklusive uns selbst, aber ist in der Durchführung mit einem gewissen Leid bei den Probanden verbunden. Das geht los bei Placebo-Studien für irgendein Medikament. Sollte es sich bei dem Medikament halt doch um was handeln, das fiese Nebenwirkungen hat, und man muss trotzdem die Hälfte seiner Probanden mit dem Zeug erstmal füttern und die haben dann alle böse Durchfall zum Beispiel, dann hat man schon ein gewisses Leid erzeugt, aber man hat auch durchaus was gelernt, nämlich, dass dieses Medikament halt eben doch noch nicht so ganz marktreif ist, zum Beispiel. Ja, und eben andere Dinge, letztendlich könnte man es Tierversuch nennen, wenn du eben bei Zootieren bestimmte Sachen untersuchst. Das ist mal mehr, mal weniger inversiv, also im Tier stattfindend, wofür das Tier betäubt werden muss, um ihm dann ja letzten Endes irgendwas anzutun, woraus du Erkenntnis gewinnen kannst. Oder eben manchmal auch nicht, dass reines Beobachten des Tieres ausreicht. Und letzten Endes ist es immer ganz schwierig, gerade bei Forschung, auch die Freiheit eben der Forschung zu sagen, ist diese Forschung jetzt gerade gute Forschung? Weil wenn wir vorher wüssten, was bei der Forschung rauskommt, ja, dann müssten wir sie ja gar nicht machen. Und drum sehr schwierig, sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Aber Tatsache ist jedenfalls, dass bestimmte zoologische, insbesondere zoologische Forschung, auch physiologische, biochemische und so weiter und so fort, bei Zootieren einfach durchzuführen ist. Und gerade auch deswegen sind Zoos interessant, weil sie viele Tierarten beinhalten, beheimaten. Und damit auch eben der Cortisonlevel nicht nur von Spitzhuf-Antilopen gibt es, glaube ich, nicht, habe ich gerade erfunden. Vielleicht gibt es die zufällig trotzdem, aber ich wage es zu bezweifeln. Und nicht nur von denen erforscht werden kann, sondern gleichzeitig auch der vom Koala und vom kleinen Panda und vom Schneeleopard von mir aus. Ja? Und das macht die als Forschungsraum eben schon interessant. Dass ein Zoo ein guter Forschungsraum ist, das wird auch wenig bezweifelt. Das ist einer der wenigen unstrittigen Punkte. Die drei anderen Faktoren, die werden sehr wohl umstritten oder beziehungsweise sind umstritten, weil man sich eben wunderbar kloppen kann, wie sehr die Bildung wirkt, die ein Zoo bewirkt. Und jetzt kann man sich auch super kloppen, wenn wir jetzt sagen, es ist nur wenig Bildung, die ein Zoo bewirkt. Ist wenig Bildung dann was Gutes? Irgendwo schon. Und jetzt ist die Frage, wie gut ist eine nicht genau definierte, eher geringe Menge an Bildung für die nächste Generation von Mensch im Vergleich zu eine nicht genauer definierte Menge von Leid, das die Tiere im Zoo erleiden, damit dieses Produkt an Bildung sozusagen produziert werden kann. Bringt jetzt im Rahmen des Utilitarismus das Leid der Tiere mehr Leid in die Welt oder die zusätzlich gewonnene Bildung für die Leute, die irgendwann mal groß werden und potenziell eine hohe Lebenserwartung haben und dann vielleicht in ihrem Leben Gutes tun, weil sie gelernt haben, dass Tiere was Tolles sind,
bringt das mehr Glück in die Welt. Ja? Und da kann man jetzt also rein philosophisch, theoretisch versuchen, wenn man die genauen Zahlen kennen würde, die wir nicht kennen, eben das beides gegeneinander abzuwägen. Und das ist halt eben auch der Ansatz, den ich jetzt hier so ein bisschen verfolge, außer dass das eben nicht wirklich ganz 100% möglich ist. So, ja? Also das wären jetzt eben der Vierklang der Zoo-Funktion. Was die Zoos nicht unbedingt noch zusätzlich erwähnen, was aber definitiv eben auch eine Funktion vom Zoo ist, ist schlicht und ergreifend die Unterhaltung der Zoogäste. Der Zoogast soll sich gut fühlen, eine Currywurst mit Pommes essen und dann mit der kleinen Mini-Eisenbahn einmal um den Spielplatz fahren. Also zumindest der kleine Zoogast. Mich lassen sie nicht mehr mitfahren. Schade. Würde ich wirklich gern. Dafür gibt es zumindest bei unserem Zoo dann noch so ein Bötchen, mit dem man über den Zooteich schippern kann. Das wiederum macht dann auch ich, weil da darf ich mitfahren. Ja, apropos, ich gehe in Zoos, ich muss mich ja selber noch positionieren, so mittendrin, eine tolle Idee, toll, gut gemacht, Ben. Ich bin 55% pro Zoo und 45% kontra Zoo. Also so eine leichte Tendenz, dass ich Zoos schon eher als nützlicher als schadend empfinde. Das ist aber rein emotional, ne? Also auch ich kann hier nichts beweisen und möchte niemandem vorgeben, wie er sich dem Zoo gegenüber zu verhalten hat, eben weil wir nicht rein logisch argumentativ hier vorgehen können. Das heißt, ich gehe auch mal ganz gerne in den Zoo und wenn ich es tue, habe ich da Spaß an manchen Gehegen mehr, nämlich die guten, an schlechten Gehegen wenig. Und am Ende des Tages, netto, war es ein guter Tag mit so ein paar, da könnte man jetzt aber noch mal ein bisschen dran arbeiten, Momenten, ja? Bis hin zu, da muss man aber dringend dran arbeiten, Momenten. Aber insgesamt ziehe ich für mich mehr Positives raus, wenn ich in den Zoo gehe. Ja? So, auch in Anbetracht dessen, dass ich da halt schon immer hingegangen bin und seit frühester Kindheit und das einfach auch nur ein gewisser Nostalgiefaktor ein Stück weit sicherlich ist. So, die Probleme, die Zoos produzieren, sind, ich habe jetzt einfach mal auch wieder vier genommen, da quasi eine gewisse Ausgewogenheit herrscht und wir gehen dann noch auf andere Kritikpunkte gleich noch im Weiteren ein, nämlich insgesamt Leid beim Tier. So, und das kann man in eben vier Unterpunkte kategorisieren, nämlich zu wenig Platz. So, und das ist jetzt grundsätzlich so, dass die meisten Zootiere, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel eine bestimmte Käferkolonie und der Käfer hat daheim einen Kubikmeter Platz in der Natur und hat nie einen Lebensraum, der größer als ein Kubikmeter ist, dann wird der Käfer im Zoo auch auf einen Kubikmeter gehalten werden können und damit kein Problem haben, weil der Lebensraum genauso groß ist wie daheim. Ob ein Insekt in der Lage ist, Gefangenschaft überhaupt kennenzulernen und wahrzunehmen, darf bei einem eher niederen ist abwertend, einem eher primitiven oder einfachen Organismus sehr bezweifelt werden. Das ist hoch unwahrscheinlich, dass die eine Wahrnehmung für Freiheit, blaue Gesichtshälfte und Schreien Freiheit, während einem gerade die Gedärme aus dem Bauchraum gerissen werden. Welcher Film ist das? Wer weiß es? Hat was mit Schottland zu tun. Schreibt es mir in die Kommentare neben Ernst. Würde mich wirklich interessieren, ob die Anmerkung so eine blöde Anekdote. Ich bin ja zusätzlich auch noch sehr großer Filmfreund. Als Hobby einfach schlicht und ergreifend. Ob so eine Anmerkung verstanden wird. Zumindest von ein paar von euch. Und für alle anderen bitte ich um Entschuldigung. So, wie auch immer. Jedenfalls zu wenig Platz kann man ein bisschen quantifizieren. Indem man hingeht und sagt, okay, Tierart, Schneeleopard, na besser, Eisbär. Ja, Eisbär lebt auf zwischen ein paar tausend und mehrere 10.000 Quadratkilometern gefühlt, ja, im Laufe seines Lebens. Die haben gigantische Streifgebiete, einige der größten von allen Tieren weltweit. Die sind wirklich richtig, richtig viel unterwegs. Und jetzt steckst du so einen Eisbär auf, sagen wir mal 100 mal 100 Meter und das wäre eigentlich schon ein ganz großes, also gefühlt ein großes Gehege, wenn man sich die existierenden Eisbärgehege so anguckt, wäre das schon ganz in Ordnung. Ne? Es dürfte natürlich noch mal viel, viel, viel größer sein, aber jetzt nehmen wir einfach mal dieses Beispiel an. So, das ist ein ganz krasser Unterschied zwischen natürlichem Areal und Zooareal.
Und da kann man auf jeden Fall sagen, dass ein Eisbär, also bin ich der Überzeugung, ja, und es gibt auch eben Studien, die das vermuten lassen, dass bei extremen Unterschieden zwischen dem Zooplatz und Freiheitsplatz da bestimmt ein negativer Aspekt fürs Tier festzustellen ist. Mit Sicherheit. Ja, das unterscheidet sich so grundlegend fundamental von der natürlichen Lebensweise des Tieres. Da bin ich überzeugt, das kann nicht gesund sein. Ja? Also bei grundsätzlich so, wenn krasse Missverhältnisse zwischen dem, was man ihnen in Haltung bieten kann und dem, was sie in der Freiheit haben, herrschen, massive, dann wird es schwierig mit der Haltung. Ja? Meiner Meinung nach. So, sind die Unterschiede nur klein? Beispiel, Murmeltier. Murmeltier lebt um seinen Bau. Ja? Es bleibt immer in Laufweite seines Baus, frisst um den Bau drumherum alpine Gräschen, alpine Kräuterchen und so weiter und so fort. Und sobald Gefahr droht, muss es in der Nähe des Baums sein, weil ist es zu weit weg, unterirdisch. Und ist es zu weit weg, wird es vom Adler gefressen, sobald der kommt und das Murmeltier holt. Ne? Und das will das Murmeltier nicht und deswegen muss es da in der Nähe bleiben. Das heißt, ein Murmeltier von seiner natürlichen Lebensweise her ist ziemlich ortsgebunden und bleibt in der Nähe seines Baus. Ist das in einem Zoo realisierbar? Wahrscheinlich 1:1. Der komplette Lebensraum, den es auch in der Wildnis hatte, könnte man in einem Zoo soweit realisieren, dass das Murmeltier da also im Prinzip rein vom Platzbedarf her nichts vermissen würde. Das Murmeltier beginnt nicht riesige Wanderungen über offene Landschaften, oder zumindest tut es das nur ganz, ganz, ganz selten, zu unternehmen. Und dementsprechend wäre hier nur eine ganz kleine bis hin zu gar keine Diskrepanz zwischen natürlichem und Zoo-Lebensraum. Ne? Einfach um mal zwei Beispiele zu bringen. Für viele Tiere liegt es irgendwo dazwischen. Zum Beispiel ein Luchs kann sehr, sehr große, viele hundert Hektar oder sogar tausende von Hektar umfassende Reviere haben. Muss er aber nicht. Hängt ganz stark vom Futterangebot ab. Je mehr zu fressen da ist, je mehr Wild bzw. Reh im konkreten Fall vom Luchs im jeweiligen Wald zu finden ist, desto kleiner wird das Revier vom Luchs. Stellt man dem Luchs also eine unendliche Futterquelle zur Verfügung, wäre es annehmbar, die in der Realität so nicht existiert, ja? Aber angenommen, sie würde existieren, in Form von ständiger Fütterung im Zoo beispielsweise, könnte man jetzt dem Luchs zum Beispiel unterstellen, dass es möglich wäre, dass der Luchs überhaupt keinen Bedarf darin sieht, so er dann immer regelmäßig Futter bekommt, furchtbar weit durch den Wald zu laufen und ihm wenig Platz im Grunde genügen würde und er eben diesen Drang nach viel durch den Wald laufen gar nicht verspürt, weil wir das eben beobachten können bei Luchsen, die nicht viel durch den Wald laufen müssen, dass sie es auch nicht tun. Und diejenigen, die es tun, tun es also quasi dann infolgedessen möglicherweise nur deswegen, weil sie es müssen, um genügend Rehe zu finden. Ja? Und das ist so ein bisschen die wissenschaftliche Diskussion letzten Endes um den Platzbedarf von Zootieren. Auf dem Level führt man die für jedes Tier individuell. Ja? Wie sind die Platzbedürfnisse des jeweiligen Tieres? Und letzten Endes muss man dann irgendwann mal sich einigen oder versucht man sich zu einigen, dass für Tier XY 14,6% des natürlichen Platzbedarfs ein hervorragendes Zoogehege wären oder welchen Platzbedarf nimmt man? Nimmt man den bei optimaler Nahrungsversorgung? Sollte man tun, weil die hat man ja im Zoo. Und ja, dann kann man zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, 10% des Platzes reichen, weil die Nahrungsversorgung ja wirklich 100% optimal alle Bedürfnisse des Tieres befriedigt, zur Bedürfnisbefriedigung von Tieren kommen wir später noch, dann wäre es rein logisch, möglicherweise eben vertretbar, dann ein Tier, bei dem das geht, bei dem der Platzbedarf und die Leistungsfähigkeit des Zoos sich überschneiden, wo das funktioniert, da könnte man dann eine Zoohaltung möglicherweise zumindest aus Sicht des Platzbedarfs eventuell rechtfertigen und theoretisch. Will ja nicht sagen, ne? Man kann auch ethisch dagegen sein, weil eingesperrt sein prinzipiell falsch und Ende der Diskussion. Ist auch in Ordnung, kann man so sehen. Ist ja eine ethische Frage. So,
Dann haben wir die Stereotypen und Verhaltensstörungen, haben wir ja schon gesagt. Ein Zootier leidet definitiv, wenn es solche ausgeprägt zeigt. Ja? Bedeutet, wir müssten die Zoohaltung in jedem Fall so anpassen, damit man überhaupt darüber reden muss, ob das möglich ist, dass Stereotypen und offensichtliche Verhaltensstörungen, mindestens die offensichtlichen, nicht vorkommen bei den Tieren. Dass sie sich so gut es ihre Umgebung ermöglicht, so verhalten, wie sie es, soweit wir das wissen, auch in freier Wildbahn tun würden. Ja? Das wäre also hier das Optimum. Wenn das nicht erfüllt ist, dann haben wir hier definitiv Leid. Das ist so. Ja? Und das ist in vielen Fällen noch nicht 100% gegeben, dass gar keine Stereotypen und Verhaltensstörungen mehr auftreten. So, das Eingesperrtsein an sich. Das ist jetzt eben die große Frage, da kann ich das Handy kurz nochmal ausmachen. Hat ein Tier prinzipiell, eben das haben wir ja eingangs schon mal kurz erwähnt, ein konzeptionelles Freiheitskonzept. Ja? Weiß ein Tier, dass es eingesperrt ist, wenn es so geboren wird, hat es dann irgendwie auch nur eine Vorstellung, dass es anders aussehen könnte um es herum als eine Glasscheibe von mir aus. Ja? Können die das wissen? Können die das abstrakt sich vorstellen, dass sie lieber draußen wären? Und der nächste Punkt, also das kann sein, ja, das wissen wir eben nicht genau. Und da, beziehungsweise wir wissen es, also es wird allgemein von vielen Biologen bei hochintelligenten Tieren vermutet, dass die sowas haben. Delfin, Affe, also insbesondere Menschenaffe, andere Primaten, die auch schon sehr schlau sind, hochintelligente Vögel, Kolkrabbe, Papageien, sowas in die Richtung. Ne? Ja, so um einfach ein paar Beispiele zu nennen. Da schließe ich mich an. Da habe ich auch das Gefühl, dass die das merken. Ja? Also mindestens die Tiere, die ein Selbstbewusstsein in dem Sinne haben, dass sie den Spiegeltest bestehen. Der Spiegeltest besteht darin, du setzt ein Tier vor einen Spiegel und gibst ihm vielleicht noch irgendwas in die Hand oder irgend sowas in die Richtung, sofern es dann eine Hand hat. Beim Affen wäre das der Fall, bei allen anderen nicht. Opponierender Daumen. Ne? Oder irgendein anderes Merkmal, was sie auf sich beziehen können. Ja? Und wie gesagt, die setzt du vor einen Spiegel. Und die Tiere reagieren so, dass sie sich selbst erkennen, dass sie begreifen, dass sie gerade eine Reflexion ihrer selbst im Spiegel sehen. Ja? Und teilweise, spaßeshalber, mal den linken Flügel hochnehmen, den rechten Flügel hochnehmen und das dann lustig finden, mit dem Kopf zu wackeln und feststellen, ach, das bin ja ich, dass man den Tieren also ansehen kann, dass sie sich selbst im Spiegel erkennen. Das ist eine Intelligenzleistung, zu der nicht viele Tiere in der Lage sind. Es gibt viele, viele hochintelligente Tiere, die zwar immer noch hochintelligent sind, den Spiegeltest aber nicht schaffen. Und spätestens ab den Tieren, die den Spiegeltest bestehen, da herrscht eine gewisse Einigkeit, eine gewisse zumindest. Auch der wird immer mal wieder gerne teilweise widersprochen. Und ich stecke da auch nicht 100% in der Forschungslage drin, weil es halt dann doch ein bisschen abseits meines Hauptfachgebiets ist. Aber da würde ich schon vermuten wollen, und damit bin ich eben nicht alleine, dass die das Eingesperrtsein konzeptionell begreifen können, dass sie eingesperrt sind. Und das ist Leid. Und davon darf man ausgehen. Vielleicht, ja, vielleicht auch nicht. Weil, angenommen, die begreifen zwar, dass sie eingesperrt sind, aber jetzt ist die Frage, ist es fürs Tier schlechter, eingesperrt zu sein in Saus und Braus und Luxus? Im besten Fall natürlich. Ne? Schlechte Haltungsbedingungen braucht man nicht drüber reden, die sind scheiße, keine Frage. Ja? Aber angenommen, wir bieten ihnen die bestmöglichsten Haltungsbedingungen mit Futter in kleinen Boxen, wo sie es erst rauskramen müssen, mit regelmäßigem Dusche, Regen im Gatter, riesige Gehege mit 7000 Spielmöglichkeiten, mit Artgenossen, allen geht's gut, Paarung ist möglich, Jungenaufzucht, 100% unbeeinflusst durch den Menschen, ist möglich,
was weiß ich, super vielfältige Nahrungsquellen. Es kommt der Tierarzt, die Lebenserwartung verdoppelt sich, für manche Tiere zumindest. Bei hochintelligenten Tieren, das ist auch wieder ein Grund, dass die eben unter Gefangenschaft möglicherweise leiden, nimmt sie eher ab. Sowohl bei Menschenaffen als auch bei Elefanten beispielsweise und bei Delfinen meines Wissens auch, ist die Lebenserwartung in Gefangenschaft niedriger, weil denen offensichtlich irgendwas fehlt. Wenn man also Lebenserwartung ist, eine der Versuche, irgendeine messbare Größe heranzuziehen, um eben Tierleid zu quantifizieren. Wenn wir Lebenserwartung nehmen, dann ist es bei einfachen Tieren so, dass die 2 bis 3 bis 4 Mal so alt werden wie in der Wildnis, je nachdem, wie sehr sie Beutetier sind. Und eben bei komplexen Tieren, die ungefähr nur so halb so alt oder deutlich weniger alt zumindest werden als in der Wildnis bei Elefanten und eben Menschenaffen beispielsweise. Ja? Aber trotzdem würde das Tier, wenn man es fragen würde, ja, und wenn wir jetzt schon den emotionalen Kontakt zum Tier aufbauen und Tierempathie anwenden und uns in das Tier versetzen, würde das Tier dann lieber im Luxuskäfig mit allen Annehmlichkeiten leben oder lieber in der Freiheit? Die Freiheit, wenn man sie nicht allzu sehr romantisiert, bedeutet nämlich, dass du ständig aufpassen musst, dass dich keiner frisst, dass du jedem Wetter, jedem Unbill ausgesetzt bist, saumäßig Hunger hast, wenn du nichts zu fressen findest und ständig grundsätzlich um dein Leben bangen musst und die Wahrscheinlichkeit, dass dich jemand anders frisst, relativ hoch ist. Der Stresslevel ist auch konstant auf einem gewissen Niveau, weil du sonst überrascht würdest, wenn du irgendwo sitzt und gerade wieder keust, sofern du das dann kannst, dass just in dem Moment der Luchs, der Wolf oder wer auch immer aus dem Gebüsch springt und dich fressen will, musst du jederzeit in der Lage sein, wegzurennen. Ein Reh schläft am Tag 1 bis 2 Minuten. Wirklich schlafen, so wie wir das kennen, wo du halt weg bist und theoretisch überrascht werden könntest. Länger kann sich ein Reh das Ganze nicht leisten. Oder von mir sind es auch 5 Minuten. Aber wirklich nur ein wahnsinnig kurzer Zeitraum, wo die komplett mal das Hirn abschalten und nichts mitbekommen. Eben weil ja, alles andere wäre evolutionär ein Riesennachteil, weil dann könnten sie ja ständig gefressen werden, wenn sie gerade am Schlafen sind und sich nicht wehren und so weiter und so fort. Ja, nur mal solche Beispiele. Das Leben in der Wildnis mag natürlich sein. Ob es für das Individuum, das dieses Leben in der Wildnis erleidet, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, was Positives ist, ist eine andere Frage. Es gibt da zum Beispiel so ein anderes Tier, es ist auch ein Primat, das hat sich extra eine künstliche Umwelt geschaffen, um eben nicht mehr in dieser blöden Wildnis, wo man ständig Angst haben muss, dass man ums Leben kommt und nicht weiß, ob man genügend zu essen kriegt und nicht weiß, ob das Leben so weitergehen wird und dauerhafte Zukunftsängste grundsätzlich haben muss, weil alles ziemlich schwierig und mühsam und kompliziert ist, am Leben zu bleiben. Das Tier hat sich Zivilisation erschaffen, also wir. Ne? Und freiwillig geht da so gut wie keiner von uns da wieder raus. Also die Freiheit, die man zum Beispiel hat, wenn man irgendwo in Grönland rumrennt, das fühlt sich toll an. Das ist sensationelle Freiheit. Aber die Freiheit reicht nur so lange, wie du Proviant im Rucksack hast. Danach wird es dann ungemütlich. Ja, und auch nur so lange, wie du eine Hightech-Plastikhülle hast, die du als Zelt aufstellen kannst, damit du vor den Elementen einigermaßen geschützt bist und du nachts nicht frieren musst, weil du einen hochwertigen Schlafsack hast und so weiter und so fort. Also wenn wir das empathisch jetzt mal aufs Tier übertragen, will das Tier wirklich zurück in seinen Schrottlebensraum mit gefressen werden, Hunger haben, Stress, ständig rumrennen und Futter suchen müssen, kein Sofa, kein Fernsehen, keine lustigen Beschäftigungsmöglichkeiten und lauter andere blöde Tiere, die einem entweder auf den Keks gehen oder zumindest nicht nützlich sind. Sowas in dem Stil könnte man sich auch vorstellen. Ja? Also wenn wir Empathie als Argument nehmen, geht das auch zur Gegenseite? Ich glaube, die meisten Tiere, wenn man sie vor die Wahl stellen würde, wenn man ihnen das erklären könnte, konzeptionell, was Zooleben bedeutet, was Wildnisleben bedeutet, ganz, ganz viele würden, auch wenn das für sie letzten Endes nicht besser ist, sich für die Zivilisation entscheiden. Für uns ist die Zivilisation ja auch nicht besser. Sie bringt uns irgendwann möglicherweise an den Rand des Aussterbens, weil wir es mit dem Ressourcenverbrauch ein bisschen übertrieben haben. Möglicherweise, ja. Ich will ja gar nicht zu schwarz malen, auch wenn ich das durchaus so sehe. Gut, ne? So viel dazu. Dann gibt es einen Leiddruck, und das wird vermutet, dadurch, dass sich ein Tier in Gefangenschaft eben nicht im eigenen natürlichen Umfeld befindet, ist es für das Tier am besten da zu sein, wo es evolutionär vorkommen würde. Ja? Fühlt sich das für das Tier besser an? Erzeugt es Leid, nicht dort zu sein? Ganz schwer quantifizierbar,
ganz schwer ja, nein zu beantworten. Wie gerade im Beispiel gezeigt, würde das Tier freiwillig nicht vielleicht eventuell lieber im Zoo leben? Beziehungsweise in dem Moment, wo gerade der Wolf hinter dir herrennt und du rennst wie bekloppt durch den Wald, dann würdest du vielleicht wirklich lieber im Zoo leben. Ne? In dem Moment bin ich mir ziemlich sicher. Ja? Wenn du gerade irgendwo in einer Vollmondnacht auf der Wiese stehst und an saftigen Tannenspitzen knabberst, die da versucht auf der Wiese zu wachsen, was nicht funktioniert, weil sie gerade von dir gefressen wird, dann bist du vielleicht in der Wildnis ganz glücklich und zufrieden. Oder wenn gerade die Brunft ist und du andere Tiere mit Gehörn durch den Wald schieben kannst. Schwierig. Ne? Schwierig. Und das deckt sich halt irgendwie auch mit diesem letzten Punkt. Ne? So, also das sind die vier, die ich grundsätzlich einfach mal in beiden Richtungen genannt haben wollte. So, jetzt habe ich eine Rubrik berechtigte Kritik, die grundsätzlich an Zoos vorgebracht wird, die wir einmal durchgehen wollen. Und danach machen wir weiter mit generellen philosophischen Gedanken, zu denen ich noch ein paar Anmerkungen habe. Und am Schluss kommen dann noch Kompromissvorschläge. Das Ganze geht noch eine Weile. Ihr habt ja Zeit, ne? So, und ich muss kurz einen Schluck trinken. So, in der Rubrik berechtigte Kritik habe ich Dinge, die über das eben angesprochen noch so ein bisschen hinausgehen und einiges würde ich einfach noch mal ein bisschen vertiefen. So, nämlich Auswilderungsprojekte. Idee grundsätzlich erstmal ist ja, dass der Zoo bedrohte Tierarten im Zoo hält, um die eben auswildern zu können, sollten sie in der Wildnis zu erlöschen drohen oder bereits erloschen sein, also sprich ausgestorben in der Wildnis, im Zoo noch existent. Und das ist eben im Selbstverständnis des Zoos ein ganz wichtiger Punkt, dass man diese Archenfunktion hat. Dazu Background. Es gibt ein paar Flaggschiffarten, bei denen das funktioniert hat. Ein paar davon könnte ich euch sogar in Bildmaterial zeigen. Und das würden wir jetzt einfach hier mal noch tun, damit das Ganze auch noch dringend länger wird, als es sowieso schon ist. Nämlich jetzt. So, eigentlich wollte ich jetzt über das Wiesent reden, da habe ich aber mein Bildmaterial verlegt, das hatte ich nämlich eigentlich auch aufgenommen. Die Aufnahmen sind von mir, deswegen sind sie auch manchmal etwas verwackelt und werden gleich sehr, sehr wackeln. Aber egal. Jedenfalls das da, dieses sympathische Unpaarhufertier hier, das ist ein Przewalski-Pferd. Also dieses sympathische Tier mit dem nahezu unaussprechlichen Namen, zumindest für unser eins. Ja, eins. Ja, vielleicht sogar das letzte lebende, wohlgemerkt noch nicht ausgestorbene eurasische Wildpferd, das es überhaupt noch weltweit gibt. Es hat nur überlebt, weil man es, naja, quasi entdeckt hat, bevor es ausgestorben ist. Und in diesem Fall ist es tatsächlich so, das mag jetzt einigen Leuten nicht schmecken, aber dann einige Exemplare gefangen hat, in diversen Zoos weltweit gehalten hat und in den 60er, ich glaube 59 hat man angefangen, ein Zuchtbuch zu führen, über das werden wir nachher noch reden, in dem man eben aufgelistet hat, welcher Hengst mit wem, also wer mit wem verwandt ist, ne? Wer ist der Nachkomme von wem, und um eben die verfügbaren Hengste mit den verfügbaren Stuten so gut es eben ging zu verpaaren, sofern die dann da Bock drauf hatten, damit die genetische Vielfalt eher wieder zunimmt und nicht weiter abnimmt, weil halt eben nur sehr wenige Exemplare in Gefangenschaft überhaupt vorhanden waren, und in der Wildnis waren sie zu diesem Zeitpunkt bereits ausgestorben. Das müsste sowas gegen 69, 70, irgendwo in den 70er Jahren ist es in freier Wildnis ausgestorben. Ja? Und in diesem Fall handelt es sich zwar nur um eine Tierart, und diese ganzen erfolgreichen Wiederauswilderungsprojekte sind wirklich verdammt wenige Tiere insgesamt, bei denen das geklappt hat. Aber wenn es geklappt hat, handelt es sich manchmal um sehr bedeutende Tiere. Jetzt kann man nicht einfach sagen, dass der Mistkäfer weniger wert ist als der Gorilla. Beziehungsweise man kann das schon sagen, aber das wäre halt möglicherweise nicht ganz richtig. Wenn man aber unterschiedlichen Spezies einen unterschiedlichen Wert in Anführungszeichen zu münzen möchte, dann ist eine gängige Methode, mit der man das einigermaßen tun kann, zu beurteilen, wie wichtig die jeweilige Spezies denn für ihren jeweiligen Lebensraum ist. Zum Beispiel
Mäuse mögen nicht unbedingt besonders bedroht sein im Regelfall, da gibt es übrigens auch wieder Ausnahmen, aber sind als Gruppe der Mäuse zum Beispiel essentiell für sehr viele Lebensräume weltweit, weil sie für viele andere Tiere die Nahrungsquelle darstellen und teilweise auch den Wuchs von Pflanzen stark beeinflussen und eine große Auswirkung auf ihr Ökosystem haben. Ein großer Pflanzenfresser, so wie hier das Przewalski-Pferd, hat auch immer eine große Auswirkung auf das Ökosystem, weil es halt große Mengen von Pflanzen vertilgt und je nachdem, was für Pflanzen das sind, können gerade Megaherbivoren, und da kann man das Przewalski-Pferd schon hinzuzählen, also große Pflanzenfresser, können die durchaus massive Auswirkungen eben auf ihr Ökosystem haben, indem sie zum Beispiel eine Bewaldung verhindern oder eben durch ihr Fehlen eine Bewaldung erst möglich wird. Das bedeutet, ganze Kreisläufe in Ökosystemen hängen von der Anwesenheit manchmal, ne, nicht immer, aber manchmal von der Anwesenheit einer Leitart ab, die eben dieses Ökosystem massiv prägt. Das kann eine besondere Pflanze sein, zum Beispiel die Buche im Fall von Deutschland ist das mit die, das ist die wichtigste Pflanze für Deutschland, zumindest für die Urnatur, die wir nicht mehr haben, aber wenn es die noch gäbe, wäre die Buche dort die wichtigste Pflanze, ne? Und das Przewalski-Pferd wiederum ist für eben die Steppen, zum Beispiel der Mongolei, denn da kommt es zum Beispiel her, eben eine essentielle Art, weil es diese Steppen schon immer bewohnt hat, soweit wir das wissen, und generell die Steppenregionen von Asien eben seine Heimat sind. Und da ist es perfekt drauf angepasst als Grasfresser, wie man hier auch immer mal wieder sehen kann. Und ja, gehört da massiv rein. Auch kann man dem Ganzen ethisch-moralisch eine gewisse Verpflichtung zur Erhaltung des Przewalski-Pferdes abgewinnen, wenn man davon ausgeht, geht, dass es eben das letzte Wildpferd Eurasiens ist, ne? Das letzte noch echte Wildpferd Eurasiens. Und die Viecher sind auch wahnsinnig sympathisch, muss man dazu sagen, ne? Klar, gerettet werden tendenziell auch immer die sympathischen Tiere und nicht so unbedingt die hässlichen. Und das ist natürlich sicherlich auch eine Unterscheidung, die man ethisch-moralisch fragwürdig finden kann. Aber worauf ich hinaus möchte, manchmal ist die Rettung eines bestimmten Tieres halt schon praktischer als die Rettung vom 834. Grünen Frosch aus dem Regenwald, weil der eben für sein Ökosystem keine zentrale Rolle übernimmt. Das Przewalski-Pferd hingegen beispielsweise schon. Ja, und dabei ist es jetzt schon durchkauen, noch ein paar Takte zum Tier an sich. Warum zum Geier Przewalski-Pferd? Naja, es war ein Typ namens, wie hieß er denn? Muss nachlesen, Nikolai Mikhailowitsch Przewalski, der 1878 von seiner Expedition nach Zentralasien, Zitat Wikipedia übrigens, Haut und Schädel der in der westlichen Welt weitgehend unbekannten Pferdeart nach St. Petersburg mitbrachte. Wissenschaftlich eingeführt wurde sie dann 3 Jahre später. Als besonderes Kennzeichen der Tiere können der kompakte Körperbau, die relativ dunkle Fellfärbung, die Stehmähne und die Ausbildung von langen Haaren nur in der unteren Hälfte des Schwanzes genannt werden. Darüber hinaus tritt häufig ein Aalstrich und gelegentlich eine Beinstreifung aus. Beinstreifung haben wir hier nirgendwo gesehen, also Zitat Ende übrigens, aber den schwarzen Aalstrich, dunklen Aalstrich, den haben einige Tiere, die ich euch hier gerade eben entsprechend auch gezeigt habe. Ja, und seit Ende des Zweiten Weltkriegs gibt es nur noch 30 Individuen in menschlicher Obhut, oder gab es, und eben seit 69 gibt es dieses Zuchtbuch, nachdem das Tier dann ausgestorben war, und damit hat man es geschafft, dass heute wieder einige kleine Herden in verschiedenen Naturschutzgebieten der Mongolei leben. Das Projekt ist also noch nicht abgeschlossen, und Kritiker würden jetzt an dieser Stelle auch noch anmerken, dass es auch noch nicht sicher ist, ob es überhaupt jemals gelingen wird, das Przewalski-Pferd in freier Wildbahn in einer großen Stärke, also so, dass es wirklich ganz viele wieder sind, jemals wieder auszuwildern. Aber naja, die in den Naturschutzgebieten, denen geht es zum Teil tatsächlich ganz gut und die vermehren sich auch langsam, ist natürlich immer der Punkt, ja, wenn man das Ökosystem nicht mehr hat, in dem das entsprechende Tier leben kann, dann wird es auch schwierig mit dem Auswildern, aber auch darüber haben wir entweder schon gesprochen oder werden wir noch sprechen. Das weiß ich jetzt gerade bei der Aufnahme dieser Voice-Over-Geschichte hier gerade noch nicht ganz. So, wir machen noch ein zweites Beispiel, wo das ebenfalls mit der Rettung ganz gut funktioniert hat. Aber da ich meine Wiesentaufnahmen verlegt habe, gibt es jetzt ein Foto.
Da haben wir es auch schon. Bild geklaut bei, steht unten links. Und ist natürlich CC, ne? Also Creative Commons. Jedenfalls, das ist ein Wisent. Und da steht ja auch dankenswerterweise schon da. Bos Bonassus Bonassus X Caucasicus. Das ist nämlich ein bisschen das Problem. Das Wisent ist so selten geworden, dass wir das Bos Bonassus Bonassus in der Form fast nicht mehr haben, weil wir so wenige Exemplare hatten, dass wir sie nicht fruchtbar so miteinander kreuzen konnten, dass dabei rein rassig, darf man ja wieder aus politischen Gründen nicht so ganz sagen, aber zu Recht übrigens, ne? Aber jedenfalls schwierig, ja, schwierig. Also genetisch sind die so weit verarmt, dass man dringend noch eben ein bisschen Genmaterial anderer Tiere, die da mit dem Wisent verwandt sind, mit dem Original-Wisent sozusagen, damit einzüchten musste. Das Resultat bei den jetzt heute auch übrigens wieder im Białowieża-Nationalpark in Polen, ich hoffe, den spreche ich richtig aus, falls jemand Polnisch spricht, kann er mir das bitte gerne bestätigen oder widerlegen, sich da eben wieder wild befinden und auch in der Ausbreitung befindlich sind. Das ist also definitiv ein Erfolg, hat funktioniert. Es gibt wieder eine wildlebende Population, zumindest da in diesem Ort, an dieser wenigen, einer der letzten Urwälder Europas, also richtig großflächigen Urwälder übrigens, wirklich vielleicht sogar der letzte Zentraleuropas, wenn man das jetzt so nennen darf. Und ja, da sind die unterwegs. Ne? Also das ist ein großer, großer Erfolg und auch dieses Tier ist wiederum sehr wichtig für sein Ökosystem. System, weil sie aufgrund ihrer riesigen Statur und ihres Gewichts und ihres entsprechenden Nahrungsbedarfs eben in der Lage sind, Lichtungen in Wäldern zu entstehen zu lassen und in Landschaften, die sonst dicht bewaldet wären, durch ihre Anwesenheit potenziell eben diese dichte Bewaldung verhindern könnten, das kommt immer darauf an, wo, unter welchen Bedingungen und wann das Ganze geschieht, aber sie ändern quasi eine reine Waldlandschaft ab in eine Wald-Offenland-Mix-Landschaft. Und das macht sie halt eben zu einem sehr, sehr bedeutenden Tier. So ähnlich wie auch der Biber, den ich ganz am Anfang mal ganz kurz für ein kleines Beispiel herangezogen habe, weil auch der eben neben uns Menschen so ziemlich der Zweite ist, der genaue Vorstellungen davon hat, wie sein Lebensraum aussehen soll und entsprechend bautätig werden kann, um eben seinen Lebensraum seinen speziellen Bedürfnissen anzupassen. Ja? Aber im Grunde macht das Wisent das eigentlich auch, wenn auch nicht so raffiniert wie der Biber mit seinen Staudämmen, indem es einfach Bäume wegfuttert. Übrigens auch der Elefant, der, wenn er an die Krone vom Baum will, den Baum einfach umschubst. Was klingt jetzt negativ, aber der hat schon gute Gründe, das zu tun. Ne? Und ja, Riesentiere haben auch Riesenauswirkungen, manchmal, nicht immer, auf ihr Ökosystem und sind daher schon sehr wichtig. Und da ist es schon ein größerer Verlust, ja, meiner Meinung nach, wenn zum Beispiel ein Wisent unwiederbringlich ausgestorben wäre, als wenn das beim, ja wie gesagt, 137. grünen Frosch im Regenwald der Fall ist. Ja, weil damit ist kein komplettes Ökosystem weg oder das komplette Ökosystem nicht massiv verändert, sondern es gibt ja noch 176 weitere grüne Frösche im Regenwald, die irgendwie dann sich darauf anpassen müssen, die eine Nische, die ihr gerade ausgestorbener Kollege eben noch belegt hat, jetzt halt unter sich sozusagen aufzuteilen. Aber da geht ja nur in Anführungszeichen, wahrscheinlich zumindest, nur eine Art, vielleicht noch zwei, drei Folgearten über den Jordan und nicht gleich ein vollständiges Ökosystem, ein großes vor allen Dingen vollständiges Ökosystem. Ja, und das darum geht es mir im Wesentlichen, dass das zwar nur Prestigeprojekte sind, Przewalski, Pferd und Wisent, aber halt auch nicht wirklich, weil es zwar nur wenige Tiere, aber wichtige Tiere entsprechend sind, die hier gerettet worden sind. Ja. Also es ist schon nicht damit getan, so zu tun, als sei 10 Tiere vom Aussterben retten und die Zehntausenden, die ansonsten gerade am Aussterben sind, zu ignorieren und dann zu sagen, das bringt nichts oder ist nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Vielleicht ist es ein Schuckwasser, ein Schuck ist badisch, das ist so ein
ja, wenn man einmal kräftig ausgießt, so in dem Stil, auf den heißen Stein. Ja, vielleicht ist es sowas in die Richtung. Den Tropfen, nee, dafür sind die Tiere dann halt einfach zu bedeutend. So, aber das war jetzt der kleine Exkurs und damit zurück zum Ben vor Ort. Nicht, dass das da besonders viel zu sehen gäbe, aber egal, machen wir trotzdem. So, abgesehen vom Przewalski-Pferd mit dem unaussprechlichen Namen und eben unserem europäischen Bison, Wisent, genannt, da gibt es dann zum Beispiel noch den Waldrapp. Das ist ein zugegebenermaßen nicht besonders attraktiver Vogel, der aber komplett ausgestorben war und jetzt wieder eingewandert bzw. ausgewildert wurde, inklusive wie man das von den Gänsewanderungen kennt. Da gibt es ja doch diesen tollen Film mit dem jungen Mädchen, ich habe vergessen, wie sie heißt, die dann mit dem Ultraleichtflugzeug mit ihren Gänsen, die sie großgezogen hat, dahin fliegt, wo die hingehören, ist ja ein Zugvogel, die Gans, Wildgans, ne? Normale Graugans, glaube ich, war es. Und könnte auch eine andere Gans gewesen sein, bin mir nicht sicher. Und dadurch lernen die dann ihre Flugroute und fliegen das hinterher auch weiterhin selbstständig und sind dadurch, indem quasi das Mädchen die Gänsemutter übernommen hat und das Gleiche für die Tiere getan hat, wie die Gänsemutter tun würde, inklusive ihnen die Flugroute beizubringen. Ja, und dadurch schaffen es die Gänse dann tatsächlich, meines Wissens ist das in einem normalen Gänseleben integriert worden und die haben dann ein normales Leben geführt, außer dass sie immer wieder zu dem Mädchen, die dann irgendwann eine junge Frau war, zurückgekehrt sind, um da zumindest mal Hallo zu sagen. Ist also wirklich eine rührende Geschichte und kann man sich natürlich fragen, ist das Ökologie? Ökologie wäre es eher, dass die Gänse dann halt einfach tot sind und ist egal, weil die Population nicht bedroht ist und von daher spielt es keine große Rolle, ökologisch betrachtet. Tod ist in der Ökologie ja immer eine Option, die durchaus valide ist und sowieso häufig stattfindet. Das ist grausam, aber das ist eben die Natur. Ja? Die Natur ist eben nicht Kuschelkurs. Ja? Darf man auch nicht vergessen an dieser Stelle. Oder zumindest ist sie das selten. So, jedenfalls, das gleiche haben sie mit dem Waldrapp auch gemacht, den Waldrapp auch mit dem Ultraleitflugzeug in die Brutgebiete geflogen oder Überwinterungsgebiete, ich weiß nicht mehr was davon. Und das funktioniert scheinbar momentan noch ganz gut. Also das wäre einfach nochmal ein weiteres Beispiel. Es gibt noch eine Handvoll, vielleicht auch zwei Hände voll andere prominente Fälle, wo die Auswilderung erstmal funktioniert hat. Ob sie langfristig funktionieren wird, ist eine andere Frage. Aber das ist schon mal Funktion Nummer 1 dieser Arche-Funktion, die generell die Zoo gerne hätte oder für sich beansprucht und die wir hier gerade diskutieren. Funktion Nummer 2 besteht darin, auch wenn es kein Auswilderungsprojekt gibt und in nächster Zeit auch kein Auswilderungsprojekt geplant ist, trotzdem die Tiere weiter im Zoo sozusagen zu speichern, hatte ich ja schon mal so gesagt, damit, wenn in grauer Zukunft eines Tages die Welt besser geworden ist, sollte das mal passieren. Wenn wir es geschafft haben, Energie aus dem All per All, Solarfarmen, per Mikrowelle zur Erde zu schicken, ist gerade das Allerneueste, ganz interessant. Kann ich mir kaum vorstellen, dass das mal funktionieren wird. Aber wer weiß? Keine Ahnung, bin ja kein Techniker. Und dadurch haben wir Energie ohne Ende, noch und nöcher und Strom ist unendlich verfügbar und wir können quasi am Stromklötzen Häuser bauen. Ja? Dann leben wir vielleicht in einer derartig nachhaltigen Zukunft, dass wir Lebensräume, die wir bis eben noch quasi niedergeknüppelt haben, vielleicht haben wir auch irgendwann ein Problem für, beziehungsweise der Bevölkerungsrückgang automatisch dann doch einsetzen wird. Es ist ja prognostiziert, wir werden irgendwann mal so 11 bis 12 Milliarden und dann geht es wieder runter. Sollte das passieren, dann könnte es ja sein, dass wenn wir wieder nur 8 Milliarden sind, nachdem wir zwischendrin keinen Platz hatten, wir dann wieder den Platz haben und vielleicht die alten Ökosysteme, wenn sich zum Beispiel auch das Klima wieder normalisiert, nachdem wir aufgehört haben, CO2 in die Atmosphäre zu pusten und vielleicht sogar welches rausgeholt haben, um auf Vorindustrialisierungslevel zurückzukehren, was im Grunde auch falsch wäre, weil dann da 300, 400 Jahre Klimawandel, Entwicklung irgendwo dazwischen liegen, die natürliche, die wir damit auch rückgängig gemacht hätten, die ja möglicherweise auch in diese Richtung gegangen wäre, aber bis dahin kann man das bestimmt alles ausrechnen, wie das genau gehört und so weiter und so fort und dann geht das, ne? Und in einem solch abwegigen Szenario, ich formuliere das extra so, dass das nicht besonders glaubwürdig klingt,
Aber vielleicht klappt es ja doch. Ja? Man kann es nicht ausschließen, beziehungsweise es wäre sehr pessimistisch, es komplett auszuschließen. Und sollte es klappen, für den Fall, dass, dann könnten wir sogar ein paar der wahrscheinlich vielen, 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 vielen Millionen ausgestorbener Tierarten, die wir nicht geschafft haben zu retten, über die 12 Milliarden Menschenphase hinweg in der freien Wildbahn zu erhalten, beziehungsweise einfach nicht umzubringen. Wir müssen sie ja gar nicht aktiv erhalten. Es würde schon reichen, sie nicht umzubringen. Und da könnte man noch ein paar auswildern dann. Ja? Und für diesen Fall, das sagen zumindest die Zoos so, oder zumindest ist es meine Interpretation, dass die das so meinen, da könnte man dann eben den Bunker fürs Tier zum Wiederauswildern, falls es mal dazu kommen sollte, sein. So, und dazu habe ich ein schönes Zitat, nämlich eben von dem Züricher Zoodirektor, dessen Name mir auch bestimmt gleich wieder einfällt, Severin Dressen. Der hat nämlich Folgendes gesagt in schriftlicher Form und wird darauf immer mal wieder angesprochen, nämlich: Entweder es wird in 100 Jahren nur noch Zoos geben oder es wird keine mehr brauchen. Denn es herrscht unter Ökologen und auch vielen Biologen und auch vielen Leuten, die im Bereich Ressourceneffizienz und Ressourcennachhaltigkeit forschen, habe ich in meinem bisherigen Leben ganz häufig hochintelligente Leute, also Forscher, gesehen, getroffen und mit ihnen geredet, die was ganz Ähnliches gesagt haben. Es gibt so eine kleine, immer größer werdende Gruppe von Leuten, die sich eben mit der Zukunft im Nachhaltigkeitssinne, im Ressourcenverfügbarkeitssinne, im Ökosystemverfügbarkeitssinne beschäftigen, die sagen, entweder sind wir in 100 Jahren quasi tot oder leben in irgendeiner furchtbaren Dystopie, wo Leute mit Lederjacke und aufgemotzten Autos durch die Wüste fahren und mit abgesägten Schrotflinten peng, 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 peng machen. Oder tatsächlich haben wir das Nachhaltigkeitsproblem gelöst, leben tatsächlich im Einklang mit den natürlichen Ressourcen, die der Planet so zu bieten hat, und haben auch genügend Platz für andere Lebensformen wieder bereitgestellt. Ja? Die beiden Optionen gibt's. Und ich schließe mich da an. Diese Aussage mit den in 100 Jahren gibt es seit 20 Jahren. Also können wir vielleicht sagen, in 80 Jahren. Ja? Möglicherweise würde ich mich irgendwie so festlegen wollen. Ist entweder die Kacke so richtig am Dampfen oder wir haben es hingekriegt. Weil für mehr weiter so, als wir das momentan gerade tun, reichen die Ressourcen nicht. Die sind dann alle. Und entweder haben wir bis dahin eben einen Kreislauf, der funktioniert, oder sind am Arsch. Das ist eine weit verbreitete Meinung. Ist nur eine Meinung, ne? Das kann man nicht beweisen oder so. Nur eine Meinung. Möchte ich einfach nur nochmal wiedergegeben haben. Und das deckt sich eben auch mit dieser Zukunft der Zoos laut Herrn Dressen. Ja, jetzt aber. Was ich eigentlich sagen wollte. Der berechtigte Kritikpunkt. Auswilderungsprojekte sind nicht für alle Tierarten möglich und sehr aufwendig, ohne garantiert erfolgreich zu sein. Sie sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Auch benötigt eine Auswilderung ein intaktes Ökosystem, in das ausgewildert werden kann. So, und das ist definitiv eine berechtigte Kritik. Wenn man bedenkt, wie viele bedrohte Tierarten es gibt, wie wenig davon, das ist nämlich ein ganz wesentlicher Punkt, in Zoos sind ein Großteil der Tiere eben gar nicht bedroht. Das ist ja nicht so, dass man nur bedrohte Tiere in den Zoo stecken würde. 80% sind nicht bedroht, 20% sind zumindest so bedroht, dass es sich lohnt, also rein als Archengedanken sie in den Zoo zu stecken. Bloß 20%, meinetwegen auch 25%, je nachdem, welchen Zoo man sich anguckt und welches Land und so weiter und so fort. Von mir ist auch mal 30, wenn es ein besonders guter Zoo ist. Das heißt, dass der Anteil am Artenaussterben retten, den Zoo leisten kann, den gibt es zwar, er ist aber verschwindend gering am weltweiten Artensterben. So, und daraus kann man die Konsequenz ableiten, dass es besser wäre, Arbeitszeit, Ressourcen, Geld in bessere, mehr artenrettende Artenschutzprojekte vor Ort, wo die Art gerade ausstirbt, zu investieren. Und das ist ein Punkt. Wäre für den Artenschutz erstmal sicher besser. Heißt jetzt nicht, dass das, was der Zoo tut, völlig nutzlos ist, aber es gäbe bessere, effizientere Alternativen. Ist so. Ja, da kann man, glaube ich, wenig dagegen setzen.
Sie sind einzigartig, die Sachen, die der Zoo macht. Das kann auch nur ein Zoo in dieser Form so leisten. Da gäbe es wenig andere Einrichtungen, außer man müsste sie unglaublich staatlich bezuschussen und so weiter, die das anders auch leisten könnten. Und es ist so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal des Zoos, diese Archenfunktion zu besitzen. Dass die aber nur in Einzelfällen und nur wenig im großen Ganzen nützlich ist, ja, ne, das ist halt nun mal so. Ich glaube nicht, dass mich da die Argumente von Zoo-Befürwortern, Zoo-Direktoren und Ähnlichem überzeugen können. Und ich sehe da wenig sachlich belegbare Gründe, weshalb das so unendlich wichtig sein muss, dass es diese Funktion gibt. Ja? Wenn man sowieso ein Zoo hat und dann zusätzlich diese Funktion, super. Ja? Aber allein dadurch ein Zoo begründen, da müsste er schon null negative Auswirkungen haben. Und da die nicht null sind, so, muss ein Akku wechseln. Ja, nächster Punkt ist dann der, quasi die Opportunitätskosten in gewisser Weise. Ein Zoo ist sauteuer. Ein Zoo gibt einen Großteil seines Gelds, was er verdient. Also die meisten Zoos sind subventioniert. Das zahlt das jeweilige Land noch drauf. Beispiel die Wilhelma, die ist, glaube ich, 30% von Baden-Württemberg, 70% von eigenen Einnahmen finanziert die sich. Grob so in diese Größenordnung. Wilhelma in Stuttgart. So, und insgesamt ist das ein Haufen Geld, was da unterwegs ist, inklusive immer noch durchaus ein gewisses Sümmchen an Steuermitteln. Und daraus resultiert eben nur 2,7% der Erträge, die eben direkt in den Naturschutz vor Ort, also beispielsweise Afrika, gehen. Und der Rest wird ja quasi für die Verbesserungen der Zoobedingungen ausgegeben. Das heißt, man tut damit schon was Gutes. Man baut den Tieren ein neues, super tolles Tropenhaus, wo alles schöner, besser, auch für die Tiere. Ich denke, immer noch besser als das, was sie vorher hatten, ist so ein modernes Tropenhaus definitiv. Aber das verschlingt 200 Millionen Euro oder solche Späße, oder mindestens 20 Millionen Euro, was der komplette Etat ist, von allen Zoos weltweit für Naturschutzprojekte weltweit von 2 Jahren, damit ein Zoo irgendwo quasi einmal ein neues Affenhaus, ein neues Tropenhaus, irgend sowas in die Richtung bauen kann. Das heißt, ein Zoo, das, was er leistet für den Artenschutz im Verhältnis zu dem, wie viel Geld da unterwegs ist und was die Zoohaltung insgesamt kostet, ist der Nutzen, also die Kosten-Nutzen-Rechnung sozusagen von einem Zoo, ziemlich beschissen. Ja? Und das ist so ein Kritikpunkt, dem ich mich unbedingt anschließen möchte, dass so viel Geld, mit dem man so viel tun könnte, für sowas letzten Endes Nutzloses, für den Artenschutz wohlgemerkt, für den Artenschutz Nutzloses, wie ein neues Tropenhaus zu bauen, auszugeben, ja, das hat schon ein Geschmäckle. Ja? Also mit dem gleichen Geld könnte man anderes machen. Aber, fettes Aber, gäbe es den Zoo nicht, gäbe es 80% von dem vielen Geld oder von mir aus 70% von dem vielen Geld auch nicht. Ja, der Zoo erwirtschaftet das Geld ja auch selbst. Und an der Stelle muss man übrigens auch, wenn ich das woanders dann vergessen sollte, nochmal die Frage stellen, ist ein Mehrwert durch das gute Gefühl, was der Zoobesucher hat, sofern er da eins hat, ist das auch ein Mehrwert? Ist die Unterhaltung, die ein Zoo liefert, die gute Zeit, das Gefühl bei den Tieren zu sein und das generelle Gefühl, dass ein Tier was Positives ist, was unter anderem auch ein Stück weit vielleicht durch die Zoos bestätigt wurde, weil eine absolute Mehrheit der Menschen empfindet ein Tier als was Gutes. Ja, das ist ja schon mal gut und wichtig. Wenn wir überhaupt mal irgendwann einen vernünftigen Umgang mit unserer natürlichen Umwelt haben wollen, ist die Erkenntnis, dass Tiere prinzipiell toll sind, schon mal ein enormer Schritt in die richtige Richtung und wirklich wichtig. Daher würde ich so weit gehen und sagen, das ist auch ein gewisser Wert. Ob da so viel Geld für ausgegeben werden muss, kann ja, muss, wage ich zu bezweifeln. So, das Problem beim Artenschutz woanders. Ja, also Zoos sind teuer. Wie gesagt, gleiches Geld direkt in Artenschutz würde viel mehr Artenschutz bewirken. Allerdings muss man dazu sagen, wenn wir jetzt viel Geld aus Steuermitteln beispielsweise in ein Artenschutzprojekt in Madagaskar investieren, aus Deutschland,
dann bewirkt das in Madagaskar sicherlich Artenschutz. Aber in Deutschland kriegt das keine Sau mit, bis auf so ein ganz paar Eingeweihte. Und dann würde man sich schon fragen müssen, beziehungsweise wer wählt so jemand, der sagt, ich möchte gern, keine Ahnung, 50 Milliarden Euro für Artenschutzprojekte in aller Welt locker machen vom Bundeshaushalt, um weltweit das Artensterben zu verhindern. Ne? Wer wählt so jemanden? Deutschland? Eher nicht. Ja? Also so erfahrungsgemäß. Das heißt, das funktioniert einfach nicht. Und da kann man jetzt also auch damit argumentieren, die 20 Millionen, sagen wir es einfach, sind 20 Millionen im Jahr vom Zoo, das ist zwar nicht viel, aber das gibt's. Ja, und alternativ gäbe es erstmal gar nichts, wenn es keinen Zoo gäbe. Also es ist schwierig, hier so eine Abwägung zu treffen. Aber grundsätzlich ist es richtig, ja, der Zoo kostet ein Schweinegeld und bringt dafür wenig Erfolg für den Artenschutz. So. Dann gibt es das interessante Argument, Dokumentarfilme, also Tierfilme im Grunde oder tierinteraktive Computergedönssachen, was weiß ich, so ein Zeug, sind besser, weil sie zeigen das Tier bei seinem natürlichen Verhalten in seinem natürlichen Lebensraum. Was du im Zoo siehst, ist immer ein Stück weit verfälscht, ist zwar das richtige Tier, und so Dinge wie sieht das Tier aus, Anatomie des Tieres, Bewegungsmuster des Tieres, physische Eigenschaften des Tieres, Katzenauge reflektiert Licht, sowas in die Richtung. Das kann im Zoo wunderbar erlebt werden, wahrscheinlich besser als in der Wildnis, weil du die Tiere da nur sehr, sehr, sehr kurz siehst. Möglicherweise siehst du es in der Wildnis halt einfach auch gar nicht. Im Regelfall ist das so. Und hier kommt jetzt eben als vermittelnder Faktor dann eben der Film, oder jetzt nennen wir es einfach mal der Tierfilm, ins Spiel, der eben einen realistischen Eindruck des Tieres in seiner realistischen Umgebung vermittelt, und man lernt tatsächlich was darüber, wie Wölfe beispielsweise im Rudel zum Beispiel einen Hirsch jagen könnten. Ja? Beziehungsweise wie sie es auch schon mal getan haben, ist ja ein Realitätsbeispiel. So, und damit hat man wahrscheinlich mehr über das, was Wölfe normalerweise so tun, gelernt, als wenn du einen Wolf faul im Schatten flätzen siehst in irgendeinem Tierpark, wo der Wolf halt gerade faul im Schatten flätzt. Andererseits, der Wolf flätzt auch in der Wildnis viel faul im Schatten. Ja, also auch das ist schon irgendwo realistisches Tierverhalten, aber eine Jagd im Rudel wirst du halt niemals zu sehen bekommen ohne den Dokumentarfilm. So, und da ein Dokumentarfilm im besten Fall null Tierleid, also null zusätzliches, abgesehen von dem Hirsch, der gerade gefressen wird, erzeugt, ist es schon so, dass die erheblich weniger teuer mit mehr edukativer Wirkung einen großen Effekt haben können und quasi keine negativen Aspekte oder fast keine negativen Aspekte zumindest. Wenn man sich ganz viel Mühe gibt, findet man vielleicht ein paar. Meiner Meinung nach ist das dahingehend ein bisschen auch nochmal ein Kontraargument gegen eben dieses Positivargument, dass eine persönliche Tierbeobachtung, und wenn es nur ein Tier in Gefangenschaft ist, kann zumindest für mich oder hat für mich immer, und es ist auch nach wie vor so, mehr Faszination für das jeweilige Tier erzeugt als ein Film. Und wenn er noch so gut ist. Ja, weil eine eigene Beobachtung speichert man im Hirn einfach mehr ab. Ein Film geht, gerade für jemanden, der viele Filme guckt und viel auf YouTube unterwegs ist, sehr schnell wieder unter. Das sind einfach diese üblichen Reize, das ist man gewöhnt, das hat man jeden Tag, je nachdem wie viel man am Bildschirm hängt, halt sehr viel. Und das vergisst das Gehirn dann auch ganz schnell wieder. Und es bleibt ein letzter kleiner Rest an Erinnerung, ja, das war gut. So, und jetzt gucke ich weiter, How I Met Your Mother oder sowas in die Richtung. Schwierig, ja, schwierig. Also der Erinnerungswürdigkeitsfaktor ist ein anderer. Während hingegen, wenn man nicht so häufig in den Zoo geht, gerade für Kinder, ein Besuch im Zoo, vielleicht in deren Alltag, Schule, Netflix oder was auch immer, oder iPad, irgendein Beschäftigungsprogramm, damit das Kind nicht nervt und Fragen stellt, sowas in die Richtung. Ja, ob in diesem Alltag geht dann ein Zoobesuch, insbesondere nehmen wir jetzt mal im besten Fall an, dass sich die Eltern sogar Mühe geben, dem Zoo, Kind im Zoo was beizubringen, könnte ja sein, geht so ein Zoobesuch vielleicht weniger spurlos vorüber als ein, guck mal Kind, du musst dir jetzt 45 Minuten einen Dokumentarfilm zu Delfinen angucken. Ja, also es ist schwierig. Ich bin der Meinung, es braucht beides. Ich möchte die edukative Funktion des Zoobesuchs wirklich nicht
nichtig machen. Ein Film mag in vielen Punkten überlegen sein, aber er ist nicht alles. Ja? Beides ist hervorragend. Ich bin mit beidem groß geworden, ich möchte beides nicht missen. Der Film ist außerordentlich wichtig, eben wegen natürliches Verhalten im natürlichen Umfeld. Aber die persönliche Begegnung mit dem Tier, wenn du nicht irgendwie zufällig Jäger bist und das Kind mit auf den Hochsitz nehmen kannst oder sowas in die Richtung, ja, oder dich im Wald super auskennst und weißt, wo sich das Reh versteckt, dann müsstest du das Reh natürlich dafür auch nochmal stören. Ja, kann man sich jetzt auch kloppen. Ist es mehr Leid, wenn du jetzt das Reh extra aus seinem Versteck jagst, damit dein Filius mal gesehen hat, dass da jetzt ein Reh davon springt und gerade noch erkennen kann, oh ja, das ist ein relativ kleines Tier, aber jetzt ist es auch schon weg. Da kann man es in einem Tierpark, Zoo, Schrägstrich, ganz in Ruhe beobachten und weiß dann hinterher auch, wie es aussieht. Ja? Und wenn es dann das nächste Mal wusch und weg macht, dann weiß der Filius, oh, das war ein Reh, das kenne ich schon. Und das ist ja hier ein viel tolleres Reh und das ist ein viel schöneres Erlebnis und das bleibt mir viel mehr in Erinnerung, dass ich jetzt ein Reh im Wald getroffen habe, das abgehauen ist, als das Reh, was ich hinter Zaun gesehen habe. Aber er weiß schon, dass es sich um ein Reh handelt. Ja? Beziehungsweise man könnte den gleichen Effekt, das was da gerade weggerannt ist, das ist ein Reh, ich zeige dir jetzt einen Film zum Reh, könnte auch funktionieren. Aber ich bin ja, ist für mich persönlich, für meine Idee von Lernen, für meine, so wie es bei mir auch funktioniert hat und Begeisterung geweckt, ich mache sowas ja beruflich, so mit Natur und so, ne? Und ja, für mich war beides wichtig. Aber es ist schon ein Punkt. Es ist definitiv ein Punkt, dass ein Film bei erheblich weniger Ressourcenverbrauch sozusagen eine manchmal sogar größere Auswirkung haben kann. Nicht vergleichbar mit einer Wildtierbegegnung. Beides nicht. Weder Zoo noch Film sind vergleichbar mit der Begegnung mit dem Wildtier. Aber naja, ne? Gerade bei Wildtierbegegnungen, eine kleine Anekdote noch. Man kann nachlesen und man kann Filme dazu sehen, dass ein Polarhase, nicht Schneehase, Polarhase, das ist ein Unterschied. Der Polarhase ist noch mal größer und sein Leben lang weiß. Der wird im Sommer also nicht braun, wie es beim Schneehasen der Fall ist. Der Polarhase kann man nachlesen, dass der verdammt schnell läuft. Ja? Es ist noch mal, und dass der ganz nett aussieht. Gibt es schöne Bilder, gibt es schönes Bewegtbildmaterial, da siehst du, ja, der läuft wahrscheinlich schnell. Das ist aber kein Vergleich, überhaupt nicht, zu dem Erlebnis, wenn du gerade dein Zelt aufbaust und nichts Böses denkst und dann prescht den Wanderweg, den du gerade gekommen bist, entlang. Wie der Roadrunner, der vom Kojoten gejagt wird. Eine Staubwolke hinter sich aufwirbeln. So ein weißer Blitz in einem Affenzahn den Wanderweg entlang. Man hat gerade noch Zeit zu erkennen, dass er die Ohren angelegt hat für bessere Windschnittigkeit. Und in einem Tempo saust er da durchs Lager. Und das sind dann Naturbegegnungen, wo du dann ein ganz anderes Gefühl zu einem Polarhasen hast und den Polarhasen dein Leben lang nicht mehr vergessen wirst, was das für ein krasses sensationelles Tier ist. Ich habe da mal auch ein Video zugemacht, weil ich einfach so begeistert von dem Tierchen bin. Ja, das würdest du niemals mit einer Doku hinkriegen, diese Begeisterung für dieses Tier speziell. Ne? Und auch Rehe. Ich mag Rehe total gerne, weil sie erstens gut schmecken und eben auch wegen Dingen, wo man dann im Wald mal plötzlich dem Rehbock gegenübersteht, der Rehbock gerade, weil die Fluchtdistanz noch nicht unterschritten ist und der gerade dicke Eier hat, also Testosteron, ne? Der Meinung ist, jetzt doch mal kurz stehen zu bleiben und man blickt sich an und man versteht einander, auch wenn man es wahrscheinlich nicht tut, aber man hat zumindest das Gefühl. Und das bleibt in Erinnerung. Ja, und dann zieht der Rehbock seines Weges und man selbst zieht auch seines Weges und niemand hat wegrennen müssen und man geht unentschieden sozusagen auseinander. Einigen wir uns auf ein Unentschieden, ne? Nachdem diverse Gliedmaßen schon fehlen. Sagen wir unentschieden. Ja, Monty Python, ne? Egal. Ich mache heute viele Filmzitate, muss nicht sein. Gut, so viel dazu. Dann, einige Tiere leiden individuell sehr unter ihren Haltungsbedingungen. Das hatten wir schon angesprochen. Ich weiche teilweise ein bisschen von meinem Skript ab. Insbesondere eben Menschenaffen, Delfine etc. pp. Da muss man nicht drüber diskutieren. Das ist scheiße. Meiner Meinung nach gehören einfach hochentwickelte, hochsensible Tierarten nicht in einen reinen Zoo. Ja, dass man sie teilweise in Gefangenschaft zu ihrem eigenen Schutz, zu ihrem Erhalt in dem Land, wo man sie gleichzeitig auch wieder aussiedeln könnte, gehalten werden müssen. Das ist wahrscheinlich ein Fakt, wenn man die dann retten möchte.
Ja? Aber dass sie dafür um die ganze Welt gekarrt werden müssen und in verschiedenen Zoos weltweit gehalten werden. Und für Wiederansiedlungszuchtprogramme muss dann die Schimpansenmutter zum Beispiel oder meinetwegen die Walrosskuh von Zoo A nach Zoo B, um von Bullen C, der von Zoo D kommt, befruchtet zu werden. Und danach fliegen wir alle wieder zurück, wo sie hergekommen sind. Und das Kalb, das muss dann wieder nochmal in Zoo K, weil da gerade ein Kalb fehlt. Und dann möglicherweise die Option besteht, dass da wieder ein neues Kalb bei rumkommt, was dann in Zoo Z muss. So funktioniert das, damit eben die im Zoo gehaltenen Tiere genetisch nicht so einseitig werden. Es gibt da diese Zuchtbücher, beziehungsweise das Zuchtbuch zur jeweiligen Art, in dem man genau nachlesen kann, wer ist mit wem wie sehr verwandt und mit welchem Tier kreuzen wir jetzt am besten Weibchen Ursula mit Zeus, damit dabei nach Möglichkeit eben ein wenig Verwandtes mit den anderen Tieren Exemplare rauskommt, was man dann wieder mit wem anders kreuzen kann, damit eben die Verwandtschaftsbeziehung nicht zu eng wird. Ne? Inzestvermeidung sozusagen, genetische Einfalt vermeiden, die Vielfalt so hoch wie möglich halten. Das geht, das funktioniert und es gibt eben Beispiele, wo das auch zur Auswilderung geführt hat. Es ist aber wirklich, wirklich verdammt viel Aufwand. Ja? Und das könnte man mit einer zentralen Zucht im Kongo-Becken, wo kein Mensch vorbeikommt, wo Touristen von mir aus zugelassen sind, aber da kommen ja keine hin, könnte man das effizienter gestalten, aber man hat halt keine Einnahmen mehr. Und das müsste man dann eben komplett aus der Kasse des guten Gewissens oder der Kasse der Leute, die einsehen, dass man dafür Geld bereitstellen muss aus dem großen Topf, der sich Bruttoinlandsprodukt nennt, oder was auch immer, Steuereinkommen, keine Ahnung, dass man das dann auch bereitstellen muss. Und diese Bereitschaft muss da sein und die fehlt momentan. So, Bildung. Bildung wird nur selten wahrgenommen. Da gibt es tatsächlich jetzt sogar mal Studien dazu. Das ist zwar, sind nicht viele und deswegen sind die auch immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Aber das, was man in bezüglich, kommen die Leute schlauer aus dem Zoo, als sie reingegangen sind, bisher untersucht hat, ergibt, nö. Die kommen genauso dumm aus dem Zoo, wie sie reingegangen sind, beziehungsweise nur einige wenige werden schlauer, nämlich diejenigen, die dann zusätzliche edukative Angebote, die ein Zoo bietet, in Anspruch nehmen. Eine Zooführung, ja, mit Biologen durch den Zoo, ein Vortrag im Zoo, sowas in die Richtung, ja, zu dem entsprechenden Tier im Zoo. Da gehen die Leute schlauer raus. Das ist aber ein winziger Bruchteil der Gesamtzoo-Besucher, die da einfach nur durchlatschen. Guck hin, das Eisbär. Oh toll, Eisbär! Oh, ist langweilig. Darf ich Handy spielen? Ja, so in die Richtung. Daher ja, Bildung ja, aber auch hier ist der edukative Faktor im Verhältnis zum Aufwand und den Kosten bzw. dem Gesamtkonstrukt großer Zoo, Wilhelma Stuttgart beispielsweise, der in Verruf geratene Zoo Hannover, nachdem da ein Elefant ein Elefant gequält worden ist, sowas. Also so wirklich große, große Dinger, die echt enorme, letzten Endes aber auch wieder Wirtschaftsfaktoren sind. Und da gibt es Arbeitsplätze und die Leute haben gegebenenfalls einen befriedigenden, schönen Job und haben zumindest das Gefühl, dass sie sich gut um die Tiere kümmern. Und das tun sie ja auch unter den Bedingungen, die da herrschen, wird sich gut um die Tiere gekümmert. Tatsache, ja, von Leuten, die das mit großem Elan und großem Ehrgeiz und sehr viel Mühe wirklich so gut machen, wie das nur irgendwie möglich ist unter den gegebenen Bedingungen. Und auch das hat irgendwo einen Wert. Ja? Also wenn wir den ökonomischen Wert, den gibt es ja auch, den kann man ja nicht völlig wegignorieren. Das heißt, man kann schon, aber sollte man vielleicht nicht. Schwierig. Ja? So, das waren die wesentlichen Kritikpunkte, die ich einfach mal ausführlicher angesprochen haben wollte. Da gibt es noch andere, aber wir müssen ja auch nicht, ja, keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit. Das ist ja ein Riesenbrett, das gesamte Thema. Ich muss hier mal die Kamera wirklich ein bisschen niedriger machen. Ich muss da immer hochgucken, das nervt. Ich weiß gar nicht, warum die überhaupt so hoch steht. Ja, ich möchte noch mal zwei Aspekte gezielt ansprechen. Das ist zum einen die Eingesperrtheit. Ja, es ist einer der häufigsten Kommentare, also zookritischen Kommentare, die man auf Social Media finden kann zu irgendeinem Beitrag zum Zoo.
Irgendein Einzeiler von wegen Tiere einsperren geht gar nicht. Oder andere Formulierungen, die im Grunde genau dasselbe aussagen, einfach weil das halt nicht geht. So, das ist erstmal durchaus legitim, dass man das so empfinden kann und ist eine sehr konsequente Haltung, wenn man zusätzlich noch Veganer ist. Also rein von der Konsequenz des eigenen Handelns oder Konsistenz des eigenen Handelns ausgehend kann ich schon verstehen, dass jemand sowas sagt und das ist auch wirklich glaubwürdig und ergibt im Konzept, im Lebenskonzept einer Person, die Veganer ist, absolut Sinn, dass grundsätzlich Tiere in Freiheit leben sollen, plus minus unabhängig von uns und wenn mit uns, dann höchstens in Freundschaft in Form von gut gehaltenem Haustier, irgendwie sowas in die Richtung. Ich kann mich da jetzt vielleicht auch irren, dass das noch ein bisschen anders zu formulieren wäre. Aber das gibt im Kontext des Veganismus absolut Sinn, eine solche Position zu vertreten und ja, für ein Individuum, also für einen Menschen, ist es durchaus möglich, ein solches Leben zu führen, das tatsächlich eben Tierleid auf das geringstmöglichste Level, das man überhaupt nur verursachen kann, reduziert, indem man eben so tickt. Ja, natürlich wird durch die Gesellschaft weiterhin Tierleid verursacht. Das kann man ablehnen und sich selbst persönlich quasi nicht dran beteiligen. Ein Stück weit tut man es trotzdem, weil man ja immer ein Teil der jeweiligen Gesellschaft irgendwo auch wieder ist. Das lässt sich nicht vermeiden. Das ist schade und wäre schön, wenn es anders wäre. Aber ja. Kann man sich auch streiten. Vielleicht ist man auch überhaupt nicht dafür zuständig oder fühlt sich nicht als Teil der Gesellschaft und das fühle ich nicht. Und in dem Fall ist man es dann auch nicht. Weiß ich nicht. Na, das kommt sehr drauf an. Aber grundsätzlich ist ja nichts falsch dran. Das darf man selbstverständlich so in die Kommentare schreiben. Das darf man auch so empfinden. Ich habe grundsätzlich Probleme mit Einzeiler-Kommentaren, die nicht einfach nur Zustimmung sind. Wenn Ablehnung, dann ist es immer hilfreich, wenn die Ablehnung in irgendeiner Form noch ein bisschen weiter ausgeführt wird, damit man irgendwas dabei lernen kann. Für mich persönlich mag ich das gern. Das mag ich auch gern auf anderer Leute Kanal, nicht nur bei meinem. Aber grundsätzlich ist an der Aussage wirklich nichts einzuwenden. Das wollte ich nur an der Stelle nochmal angemerkt haben. Aber nochmal eben zum Thema Eingesperrtheit. Ist das für die Tiere ein Leidensdruck? Ja, haben wir ja schon gesagt, bei deutlich zu kleinen Lebensräumen, wenig Abwechslung, Betonklotzkäfig im Grunde, sowas in die Richtung. Auch Zirkustiere, sicher in großem Maß, bis auf wenige Ausnahmen, wenn es die gibt, ja. Schwierig, ganz schwierig, wahrscheinlich Zirkustiere, wirklich immer zu wenig Platz, immer schwierig, auch wenn sie es ihr Leben lang kennen und man sich im Grunde liebevoll um die Tiere kümmert, selbst, also falls man das tut, dann immer noch sehr, 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 sehr schwierig. Aber bei Zootieren, ja, kann es welche geben, bei denen das eben kein so großes Problem ist. So, grundsätzlich machen wir da mal Beispiele. Haben Tiere einen Freiheitsdrang? Das ist eben, man kann da mit Beispielen argumentieren. Und zwar einerseits die Legehenne im Käfig. Wenn du bei der Legehenne im Käfig, also so ein ganz schlimmes, furchtbar gehaltenes Käfighuhn, wenn du da die Tür aufmachst, denkt die gar nicht dran, da rauszugehen, weil die ihr Leben lang nichts anderes kannte, als eben in diesem Käfig zu hocken und hat nie die Gelegenheit gehabt, irgendwie Neugier, Freiheitswillen oder Ähnliches zu entwickeln, als in diesem Käfig herum zu vegetieren. Das ist natürlich hochgradig verwerflich und bin ja auch froh, dass es Käfighennenhaltung zumindest offiziell nicht mehr bei uns gibt und nicht mehr geben sollte und dagegen vorgegangen wird, wenn es sie noch gibt, so in dem Stil, oder zumindest häufig dagegen vorgegangen wird. Na, das wäre jetzt zum Beispiel, könnte man das jetzt instrumentalisieren, diese Beobachtung und sagen, ja, dass die Tiere, wenn sie ja in Gefangenschaft geboren sind, gar kein Bedürfnis haben, ihren Lebensraum sozusagen zu erweitern, solange sie genügend zu fressen kriegen und da gar nicht raus wollen. Das wäre jetzt aber im Beispiel Käfighenne eine ziemliche Verzerrung der Realität, weil die halt einfach nur ja, quasi apathisch und es könnte auch sein, auch das ist schwierig nachzuweisen. Ne? Also ich bin absolut der Überzeugung, dass Käfighängenhaltung scheiße ist, keine Frage. Aber es ist im Fakt schwierig nachzuweisen, warum die Henne da nicht rausgeht. Ja?
Für uns fühlt sich das so an, ja, weil sie völlig apathisch und verhaltensgestört und degeneriert ist durch ihre furchtbaren Lebensbedingungen und sich nie vernünftig entwickeln konnte. Das ist sofort, würde mir bestimmt jeder von uns unterschreiben, ja, dass das wahrscheinlich plausible Gründe sind. Aber beweisen, belegen, untersuchen, objektiv, belegbar, schwierig. Ja? Vielleicht geht sie auch raus, weil sie sich mit ihrem Käfigleben angefreundet hat und empfindet die jetzt Leid oder empfindet die jetzt keins? Und was ist Leid? Ja, das ist jetzt die nächste Frage. Wie kann man das definieren? Was ist bei uns Leid? Allein das ist schon schwierig genug. Was empfindet ein Tier als Leid? Wir wissen definitiv, dass Tiere Gefühle haben. Tatsache. Ja? Sie rezipieren Reize, bedeutet, sie nehmen Dinge wahr und entscheiden dann, was sie mit dem Ding anfangen. Sie können Schmerz empfinden, gar keine Frage. Selbstverständlich, jedes Tier hat irgendeine Form von Wahrnehmung von Schmerz. Wahrscheinlich ist diese auch negativ, aber irgendeine Form von Wahrnehmung von Schmerzen beispielsweise findet statt. Eine Form, andere Reizwahrnehmung, egal wie primitiv ein Organismus, Reize werden rezipiert. Und das heißt, sie lernen und interagieren mit ihrer Umwelt. Das ist eine Haupteigenschaft von Tieren, dass das da in einem größeren Umfang, kann man sich jetzt streiten, als zum Beispiel bei Pflanzen oder Tieren, kann man sich streiten. Ist schwierig, es ist saumäßig schwierig, wenn es dann so in Detailfragen der Biologie, beziehungsweise in diesem Fall dann schon wieder fast Ökologie, Anhänge hineingeht, ist das ganz, ganz schwierig, da so fundamentale Aussagen zu machen, wie grundsätzlich Tiere empfinden Schmerzen. Es mag auch welche geben, die das nicht tun. Es gibt ja auch Gewebe im menschlichen Körper, das keine Nervenzellen enthält, dementsprechend auch keinen Schmerz in dem Sinne weiterleiten kann, zum Beispiel das Hirn. Ne? Da tut ja nichts weh, wenn du im Hirn die einer rumstochert und so weiter und so fort. Also hat man wohl schon diverse Probleme, wenn einem jemand im Hirn rumstochert, aber wehtun tut es wohl nicht. Wie auch immer, jedenfalls, ja. Und im Rahmen dessen ist eben diese Eingesperrtheit als was Negatives schwer zu beweisen, auch wenn wir hier jetzt im Käfighennenbeispiel das enorme Gefühl haben, dass da was schief läuft. Gegenbeispiel, Wildtiere in Gefangenschaft, die sofort abhauen, wenn sie die Gelegenheit bekommen, da kann man jetzt eben ganz viele Beispiele nennen, ist das Tier frei geboren, du sperrst es ein, es hat die Möglichkeit zu entkommen, dann tut es das auch und haut auch ab und kommt nicht wieder. Ja, also da ist dann der Freiheitsdrang definitiv vorhanden. Und aus solchen Beobachtungen kann man auch wirklich einen Wunsch, eine aktive Handlungsweise hin zur Freiheit absolut ableiten. Ja? Bei Wildtieren, die Freiheit kennen. Wenn sie sie nicht kennen, bleibt immer noch die Frage, vermissen sie sie dann? Das wissen wir wieder nicht. Ja? Also ein Tier, das im Zoo geboren ist und nie frei war, will das frei sein? Hat das Gefühl, den Instinkt, dass es frei sein müsste? Schwierig. Ja? Was haben wir hier noch aufgeschrieben? Oder wenn ein Tier aus der Freiheit freiwillig, zwar nicht in Gefangenschaft geht, das machen sie nicht, aber freiwillig seinen Lebensraum wahnsinnig einschränkt und auf die, naja, die Möglichkeit zwar theoretisch noch hätte, da wegzugehen, diese aber nie wahrnimmt. Was ist das dann? Was sagt dieses Beispiel jetzt aus? Zum Beispiel, Eisbär hat es unglaublich schwierig, noch irgendwo Packeis zu finden, wo er Robben fangen kann, wie er das traditionellerweise normalerweise tun würde. Was macht er stattdessen? Er lebt auf einer Müllkippe und frisst da halt einfach essbaren Müll, der da hingeschmissen wird, fängt sich da hin und wieder mal eine Möwe, wenn er sie erwischen kann, und lebt nur auf dieser einen Müllkippe, geht da nicht weg oder höchstens mal so 100 Meter spazieren. 100 Kilometer wäre von Eisbär auch nicht weit. Aber 100 Meter spazieren, bisschen rauf, bisschen runter, an der Kippe entlang, möglicherweise sogar hin und her, so Stereotypen, das hat man auch schon beobachtet bei Eisbär auf Müllhalde, Stereotypenhandlungen, wie man sie sonst im Gehege kennt, dass sie an ihrem Zaun, ihrer Glasscheibe, ihrer Mauer, ihrem Graben
immer wieder hin und her laufen. Und sowas kann man dann auch bei einem letzten Endes freiwillig auf der Müllkippe lebenden Bär dann auch sehen. Nur, ja gut, inwiefern lebt er da freiwillig? Es war für ihn die bequemste und überlebenssicherndste Alternative im Vergleich zum beim schwindenden Eis noch versuchen, klassische Eisbär-Lebensweise durchzuführen. Und ja, was ist jetzt? Ja, das könnte jetzt bedeuten, naja, einen besonders hohen Freiheitsdrang oder die unbedingte Notwendigkeit, viel unterwegs zu sein, zeigt dieser Eisbär ja jetzt nicht, weil das ist ihm scheinbar scheißegal. Der kommt mit seiner Müllkippe da auch zurecht und bringt sich freiwillig also in für uns emotional schlechtere Lebensbedingungen, findet die aber offensichtlich so gut, dass er da bleibt, obwohl er weg könnte. Und das ist jetzt halt eben dann eben das Beispiel, wo man dann sagen kann, dass Tiere mit Gefangensein überhaupt kein Problem haben, solange ihre Bedürfnisse befriedigt werden. Und diese Idee der Bedürfnisbefriedigung, das ist modernes Zoomanagement. Und das können wir dann auch nochmal in dem Beitrag mit dem Severin Dressler, heißt er, glaube ich. Ja, ich schreibe es nochmal hin, wenn es nicht gestimmt hat, dem Zoodirektor von Zürich, auch nochmal wunderbar erklärt bekommen. Man muss dem nicht zustimmen, aber die Erklärung ist gut. Dass eben es darum geht, die Bedürfnisse eines Tieres herauszufinden, was ist für das entsprechende Tier, was man im Zoo halten möchte, das, was es unbedingt haben möchte, was es am meisten braucht. Ja, je nachdem, wie komplex das Tier ist, kann das vom Zuckerwürfel bis hin zu ein komplexes, nachgestelltes Gesamtökosystem theoretisch sein. Ne? Am besten noch im Fall von einem Geier, der 200 Meter hoch in der Gegend rumfliegt. Kann man das im Zoo nachbilden? Nö, geht nicht. Ja, kann man dementsprechend die Bedürfnisse des Geiers, falls dieses 200 Meter hohe Fliegen ein Bedürfnis von ihm ist, nachbilden? Nö, geht nicht. Ja, kann man dann Geier im Zoo halten? Tja, das ist jetzt die Frage. Ne? Aber diese Bedürfnisbefriedigung im Wesentlichen kann man das tatsächlich auch ein bisschen mit der Maslow'schen, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, Maslow, ich glaube, so nennt man ihn, spricht man ihn aus, die Bedürfnispyramide nach Maslow. Ja, das ist so ein grundsätzliches Ding in der Volkswirtschaftslehre, kann man auch für viele andere Bereiche und auch in der Psychologie wird das angewendet. Wir Menschen zumindest haben folgende Bedürfnisse. Ja, und unten stehen die Grundbedürfnisse, nach oben wird es dann immer schöner, aber immer unwichtiger. Ja, und du entwickelst die oberen Bedürfnisse erst, wenn die unteren Bedürfnisse gedeckt sind. Das heißt, solange du nichts zu fressen hast, ist es dir egal, ob dein Job zu deiner persönlichen Selbstfindung, die Suche nach dem Ich und Selbstverwirklichung beiträgt. Ist dir scheißegal, solange du nichts zu fressen hast. So, daher Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, und zumindest ein bisschen Rückzugsort, sprich Shelter würde man es aus dem Englischen dann nennen, vier Wände, irgendein Obdach, sowas in die Richtung und vielleicht Kleidung, um sich zumindest rudimentär vor den Elementen schützen zu können, dass man halt nicht direkt friert, so in dem Stil. So, wenn man das alles hat, dann beginnt man das Gefühl nach Sicherheit zu entwickeln. Das ist der zweite Stock in der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Und soweit gehen viele Ökologen davon aus, dass Tiere das so unterschreiben würden. Dass sie auch erstmal was zu fressen haben wollen, es warm haben wollen, beziehungsweise nicht zu kalt oder auch nicht zu warm. Also Temperaturausgleich. In der Wüste lebst, hast du vielleicht eher Hitzeprobleme als Kälteprobleme. Ja, da wird es nachts auch kalt. Aber nicht so kalt, dass man da sofort erfriert. Zumal man die gespeicherte Wärme des Sandes ja auch eine Zeit lang für sich nutzen kann und so weiter und so weiter. Jedenfalls, wenn diese Grundbedürfnisse erfüllt sind, hat auch ein Tier mindestens Stufe 2 auf der Pyramide, also zumindest halbwegs hochentwickelte Tiere, mindestens Wirbeltiere, dass sie auch ein Sicherheitsgefühl haben wollen. Das heißt, sie möchten gerne das Gefühl haben, gehen wir zumindest davon aus, dass sich an ihrer Lage auch nichts ändert und ihre Lage stabil ist. Sie versuchen also zusätzlich, davon abgesehen, dass sie sich versuchen zu reproduzieren, weil das halt bei Tieren auch ganz essentiell ist, bei uns Menschen im Grunde, viele von uns haben ja diesen Reproduktionsdrang auch schon erlebt, oder erleben ihn noch oder erleben ihn gerade oder haben ihn halt nicht, weil ja, wir inzwischen nicht mehr ganz hundertprozentig nur evolutionär angetrieben werden, sondern eben auch durch Intellekt, durch die Entscheidung auf bestimmte Dinge zu verzichten, wie zum Beispiel Reproduktion, weil man das Gefühl hat, dass das was Gutes wäre oder weil man keinen Bock drauf hat oder weil man lieber Karriere macht oder was auch immer. Um die Überreproduktion unserer Eins nicht weiter voranschreiten zu lassen, so man an der Meinung ist, dass es diese gibt. Das ist ja auch umstritten. Ich bin da ziemlich überzeugt von, aber egal. Jedenfalls
dieses Bedürfnis nach Sicherheit beinhaltet, dass man Dinge tut, um die persönliche Situation zu verbessern, weil man ja das Bedürfnis hat, dass man gerne entspannt davon ausgehen darf, dass morgen nicht gleich einem der Himmel auf den Kopf fallen wird. Und bei einem Tier resultiert das darin, dass man das häufig beobachten kann, dass Tiere, wenn sie die Möglichkeit haben, total easy peasy anzufressen ranzukommen, auf ihre natürliche Nahrungsquelle, die sie von uns vorgegeben als natürliche Lebensart unbedingt nutzen müssen, drauf scheißen, auf gut Deutsch. Beispiel Wolf. Wenn er eine Schafherde hat, dann geht er nicht Rehe fangen, weil die rennen weg. Sonst so ein Schaf, das rennt vielleicht auch weg, aber das ist ja lächerlich langsam. Und das sind dann so Beispiele und daher wird eben vermutet von Teilen der Tierforschung, ja, dass es auch sein könnte, dass wenn du einem Tier die Wahl gibst oder geben würdest, was nicht funktioniert, was man experimentell nicht wirklich durchführen kann, ob es lieber in Saus und Braus bei 100% sicherer Nahrungsversorgung, 100% Sicherheit vor Feinden und sogar medizinischer Versorgung, was in der freien Wildbahn überhaupt nicht existiert, im Zoo leben möchte, anstatt draußen. Und das sind so Punkte, wo man wirklich sagen muss, auch wenn man das Gefühl hat, dass das Tier nach draußen gehört, und ökologisch gesehen tut es das auch, keine Frage, würde das Individuum vielleicht nicht lieber in den Zoo gehen? Ja? Das ist eine steile These und vielen von euch geht jetzt der Hut hoch, ich weiß es. Aber könnt ihr das begründen, dass ihr genau wisst, was das Tier fühlt? Seid ihr sicher, dass das, was ihr euch vorstellt, was das Tier fühlt, auch dem entspricht? Das ist eine komplett andere Spezies. Vielleicht seid ihr so empathisch, dass ihr euch selbst speziesübergreifend in ein vollkommen euch komplett fremdes, vollkommen anders funktionierendes Gehirn hineindenken könnt. Wahrscheinlich aber nicht. Ja? Und daher, wir wissen es nicht. Es könnte sein, dass ihr vollkommen recht habt. Muss aber nicht. Schwierig. Ja. So viel zu dem Punkt. Das wollte ich einfach gerne nochmal aufgegriffen haben. Dann nochmal wichtig, bestmöglichste Zoohaltung. Soweit, also gerade für mich als hauptsächlich Ökologen und weniger Einzeltierschützer, ist es ein ganz wesentlicher Punkt, dass das Ökosystem, aus dem das Tier kommt, im besten Fall im Zoo so naturgetreu wie möglich nachgebildet wird. Dabei sind grundsätzliche Grenzen, man kann keine Räuber-Beute-Beziehung in einem kleinen Lebensraum integrieren. Das funktioniert nicht. Also wenn du einen Wolf ins Mufflon-Gehege lässt, das wird nicht funktionieren. Punkt. Ja, spätestens wenn der Hunger kriegt, geht das nicht. Und das funktioniert auch mit keinem anderen Raubtier in einem Tropenhaus, in dem sonst nur Beutetiere in Anführungszeichen leben. Was man machen kann, sind Tiere, die gegenseitig neutral sind, zusammen in ein Gehege setzen, zum Beispiel Wolf zu den Bären. Die ärgern sich gegenseitig, die interagieren miteinander, die beschäftigen sich gegenseitig. Therapiewölfe im Bärenpark beispielsweise, da hatte ich auch schon mal häufiger was zu erzählt, funktioniert wunderbar. Oder eben ja, so nah wie möglich ans natürliche Ökosystem ranzukommen, indem man eben gute künstliche Ökosysteme erschafft, was meistens diese modernen Tropenhäuser, die man aus modernen Zoos kennt, dann sind, wo Wege durchführen, auf denen man durch das Tropenhaus hindurchlaufen kann, wo man ein Stück weit das Gefühl hat, in das System jetzt integriert zu sein. Und ein wesentlicher Punkt, die Tiere können sich auch mal verstecken. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man dann ein gutes Zoohaus von einem schlechten Zoohaus unterscheiden kann. Schlecht, Tier ist immer auf dem Präsentierteller, kann ständig beobachtet werden. Du kriegst die Garantie, dass du den Tiger zu sehen kommst, wenn du ins Tigerhaus gehst. So, in die Großkatzenhalle oder was auch immer. Gut wäre, der Tiger hat so viele Rückzugsmöglichkeiten, dass nur eine geringe Chance besteht, dass man den Tiger zu sehen bekommt. Wenn der Tiger gerade keinen Bock hat, vor seiner Scheibe rumzuhängen, dann hängt er woanders rum. Und dann sieht man ihn nicht. Und dann hat man Pech gehabt. Und dann geht man mit dem guten Gefühl nach Hause, dass der Tiger heute keinen Bock hatte und der Tiger selber entscheiden kann. Ja, für manche Leute ist es halt kein gutes Gefühl, dass der Tiger selber entscheiden kann, ob er gerade Lust hat, zurückzugucken oder sich Touristen anzuschauen. Das ist sowieso immer die Frage, wer beobachtet hier wen. Aber
Oder wer ist hier der Affe? Der in oder vor den Gittern? Schwierig. Ja? Hinter oder vor den Gittern. Ja, aber das ist immer grundsätzlich toll, wenn man eben diese Entscheidungsfreiheit, also da ein Stück weit den Tieren in ihrer Autonomie, ihrer eigenständigen Entscheidungsfindung wieder ein Stück entgegenkommt, indem man eben Großgehege schafft mit Rückzugsmöglichkeiten, mit individuellen Bewegungsräumen, eben nicht individuell, sondern kollektiv. Das heißt, jedem steht die gleiche Fläche zur Verfügung. Die Tiere müssen irgendwie miteinander klarkommen, miteinander auch mal streiten dürfen, um sich zu klären, wer denn jetzt auf dem obersten Ast vom Kletterbaum 13 sitzen darf, beispielsweise. Ja? Und das ist eine enorme Maßnahme, die dann einen Zoo gleich mal sehr viel besser macht. Und einen solchen Zoo, wo eben dann Kleinstökosysteme künstlich nachgestellt werden, wo Interaktion verschiedener Arten mit ihrer Umwelt, die Umwelt vielleicht sogar noch variabel geschaltet wird, dass es dann mal regnen kann in so einem Haus, dass es nachts dunkel ist, tagsüber dann logischerweise wieder hell, dass die Temperatur ein kleines bisschen sich verändert, wenn es dann im natürlichen Lebensraum der Tiere und so weiter und so fort Temperaturschwankungen überhaupt nennenswert gibt und so weiter und so weiter. Ja, oder sie mal ins Freigelände raus können, wenn sie das wollen, ein Freigelände ans Haus angeschlossen ist, etc. pp. Vielfalt, ja, also den Tieren einfach mehr Möglichkeiten geben und das so gut es geht an ihren natürlichen Lebensraum anlegen, reduziert erstens Leid, macht zweitens das Ganze natürlicher, macht es edukativ erheblich besser, weil man gleichzeitig nicht nur das Tier sieht, das ist eine Giraffe und die steht hier auf Kies und da hat sie einen großen Korb, wo ein bisschen Grünzeug drin ist und in Afrika lebt sie auch so. Und weitere Teile von Afrika sehen wir hier nicht. Aber die Giraffe, die ist aus Afrika. Nein, die ist aus der Zoozucht, aber sie wäre sonst in Afrika. Ja, das ist edukativ Schrott. Ja, du weißt dann, wie eine Giraffe aussieht und dass die groß ist. Ende. Stellst du die Giraffe in einen Savannenpark, der dann mit den gleichen Pflanzen noch irgendwie angereichert ist und dummerweise ein Savannenpark bei uns nicht richtig wachsen kann, deshalb musst du dann eine schöne Kuppel drüber machen und stellst da dann die Giraffe in eben quasi dieses Kuppelbiotop, Biosphäre nennt man sowas. Das ist unendlich teuer, aber für die Tiere letzten Endes wieder toll. Aber wir müssen gleichzeitig eben die Frage stellen, was soll der ganze Rotzaufwand? Dann, wenn man so viel Aufwand betreibt, dann ist definitiv der Dokumentarfilm die bessere Lösung, weil der Ressourcenverbrauch, Personalaufwand und all das, was das in Folge Quatsch verursacht, ist es das wert? Eine Giraffe ist keine bedrohte Tierart. Ja? Wenn es hingegen um den Eisbären gehen würde, wenn man jetzt sagen würde, man will Eisbär unbedingt im Zoo halten, was ich immer noch für falsch halte, weil die einfach so gigantische Reviere haben, auch wenn es das Beispiel mit dem Müllkippen-Eisbär gibt. So, ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Es gibt schon Zoohaltung, die schon so gut ist, muss man zwar suchen, aber die gibt es, dass da meiner Meinung nach wirklich die positiven Aspekte, insbesondere wenn es sich um bedrohte Tierarten handelt, die damit eine Arche-Funktion sozusagen erfüllen, da ist bei mir dann wirklich der Punkt erreicht, wo ich sage, die positiven Aspekte überwiegen die negativen und deswegen bin ich auf 55% pro Zoo und nur 45% gegen Zoo. Aber Verbesserungen sind trotzdem dringend notwendig und damit, also meiner Meinung nach, und damit kämen wir dann gleich zu meinen Verbesserungsvorschlägen. Aber ich habe hier noch aufgeschrieben, wenn man sagt, argumentativ, ja, Tiere gehören in die Wildnis und die Wildnis ist das Gegenteil vom Zoo. Gibt es Wildnis überhaupt? Ist auch ein interessanter Gedanke, ja? Dass man den Zoo ablehnt, weil er nicht die Wildnis ist. Dann müsste man streng genommen auch 90% aller anderen Tierlebensräume mindestens in Europa ablehnen, weil sie auch nicht Wildnis sind. Wir haben ja keine Wildnis. Genau genommen haben wir, wenn man das streng definiert, überhaupt keine Wildnis auf dem ganzen Planeten nicht, weil jeder Quadratzentimeter Boden von anthropogenen Einflüssen mitgestört wurde. Ja? Also erstens Klimawandel, zweitens anthropogene Stickstoffdüngung global, das sind die beiden wesentlichen, Lärm, Licht, sowas in die Richtung, gibt es auch fast überall auf dem Planeten. Und wenn es nur die ISS ist, die am Sternenhimmel vorbeifliegt. Ja, auch das könnte irgendein Käfer in die andere Richtung lenken, dann stößt er gegen eine Kuh, die fällt um, zerdrückt einen Panda und in dem Moment ist das Ökosystem kaputt.
okay, vielleicht ein bisschen unrealistisch. Ja, aber das ist ein interessanter Gedanke einfach, den ich mal kurz angesprochen haben wollte. Ja, hab nichts mehr. Kommen wir zu den Verbesserungsvorschlägen, bevor das hier ins Bodenlose ausufert. Und außerdem geht die Sonne bald unter. Und ihr findet es zwar immer witzig, wenn ich gar nicht registriere, dass es gerade dunkel wird, während ich hier am Quatschen bin, aber brauche ich heute nicht, außerdem kriege ich Hunger. Also, Verbesserungsvorschläge. Ich habe an der Zahl 8 Stück. So, erstens, keine Tiere im Zoo, die gigantische Lebensräume besitzen. Beispiel Eisbär, Beispiel Delfin, Beispiel irgendwelche anderen Meeressäuger. Im Grunde kommen da fast alle in Frage, bis auf diejenigen, die ein bisschen stationärer unterwegs sind. Und auch die können nicht wirklich mit einem kleinen Schwimmbecken abgebildet bekommen, was sie normalerweise mit dem ganzen Ozean haben. Ja? Sehr, sehr schwierig. Ich bin aber kein Experte für Meeressäuger, kann da viel zu wenig zu sagen, kenne mich mit denen gar nicht aus. Mit Landsäugetieren relativ gut, insbesondere die, die bei uns heimisch sind, sogar bei aller Bescheidenheit sehr gut, aber ja, bei Meeressäugern bin ich dann weitestgehend raus. Aber es gibt definitiv eben diverse Tiere mit gigantischen Lebensräumen, bei denen einfach das Wanderverhalten, die weiträumige Suche nach Nahrung so untrennbar mit ihrem normalen Tagesablauf verbunden ist, dass es auch keine natürlich vorkommenden Gegenbeispiele gibt, wo das Revier so klein wäre, dass sie nicht am Tag 6 Stunden rumlaufen müssten. Sowas in diese Richtung. Ja, und sowas gehört einfach nicht in den Zoo. Man kann diesen Platzbedarf, dieses Wanderverhalten nicht im Zoo so sehr abbilden, dass man damit noch argumentieren dürfte, dass die Bedürfnisse des Tieres befriedigt sind. Sind sie dann nicht. Ja. Übrigens ein weiteres dringendes Bedürfnis des Tieres, das habe ich eben vergessen, ist Reproduktion. Also beziehungsweise habe es eben nicht zu Ende ausgebaut. Es ist ganz entscheidend, die Tiere müssen für eine vernünftige Haltung, für ihre Bedürfnisbefriedigung die Möglichkeit zur Reproduktion haben. Ja, also der Drang, sich zu reproduzieren, ist insbesondere bei männlichen Tieren, die dann vor Testosteron nur so strotzen, enorm groß, wenn sie da nicht die Gelegenheit zu haben. Das klingt jetzt ein bisschen machohaft, aber dann leiden die schon sehr. Ja, und die weiblichen Tiere wiederum haben einen sehr, sehr starken, das Säugetier, das ist beim Säugetier ja essentiell fürs Säugetiersein, das Säugen, ja, die Aufzucht der Jungen, sich um die Jungen zu kümmern, ist für weibliche Tiere auch entscheidender Bestandteil ihrer Existenz. Das heißt, diese Möglichkeit muss den Tieren auch unbedingt gegeben werden. Man braucht also groß genug Gehege, dass Reproduktion da drin möglich ist. Was übrigens zu der blöden Frage und sehr, sehr schwierigen Frage führt, dass man sich bei der Reproduktion auch immer fragen muss, ja, wohin mit dem Nachwuchs? Haben wir dafür auch noch Platz? Okay, für eine Generation vielleicht, für zwei Generationen auch noch. Was, wenn das jetzt zum Beispiel ein Tier ist, das in Haremstrukturen lebt, wo mehrere Männchen sich gegenseitig ständig kloppen würden und sich normalerweise aus dem Weg gehen, was aufgrund fehlenden Platzes nicht möglich ist, dann müssen ein paar Männchen weg. So, und wohin jetzt? Packt man die in andere Zoos? Ja, irgendwann haben die auch genug. Und ja, dann ist die Frage, muss man die dann einfach töten? Ja, tatsächlich schon. Ja. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh, das ist ja furchtbar grausam und so weiter und so fort. Ja, dann lieber ab in die Wildnis. Da sterben sie auch, aber von alleine sozusagen. Und das ist der Knackpunkt. Ist Töten von Tieren, die in einer so natürlichen Umgebung wie möglich leben sollen, in Gefangenschaft, nicht vielleicht auch Teil dieser natürlichen Umgebung? Weil zu sterben eben im natürlichen Ökosystem auch an der Tagesordnung ist. Und schwierig, ja, ganz schwierig, weil wir wählen ja aus, wer weg soll. Und das machen wir meistens aufgrund von DNA, wer ist wie gut jetzt für den weiteren Bestand, für die weitere Zucht sozusagen der Tiere geeignet und so weiter. Und das führt dann zu großen öffentlichen Diskussionen. In Skandinavien ist man schon so weit, dass das akzeptiert wird und dass keinen groß kratzt, dass da zum Beispiel Löwenjunge, die Pubertät erreichen, insbesondere männliche Tiere, halt entweder verschenkt, weggegeben, an anderen Zoo übertragen oder halt eben eingeschläfert werden. Und das scheint in Skandinavien niemanden zu stören. Merkt man häufig, Skandinavien hat ein sehr intensives, natürliches Verhältnis zu natürlichen Ökosystemen und der Tatsache, dass da nun mal gestorben wird. Dieser Aspekt des Todes als essentielle Triebkraft, vielleicht eine der wichtigsten überhaupt, vielleicht sogar die wichtigste nach der Photosynthese, die in der Natur eine Rolle spielt. Das Verständnis fehlt uns völlig. Und das wäre doch mal was Edukatives, wenn der Zoo tatsächlich mal dieses Verständnis von der Bedeutung des Todes fürs Funktionieren natürlicher Systeme übermitteln würde.
Aber ja, er setzt sich schon gerne mit dem Tod auseinander. Irgendwie hat er so einen negativen Beigeschmack. Als Ökologe muss man sich damit auseinandersetzen und bekommt dann irgendwann, ich glaube, also Berufsgruppen, die ein komisches Verhältnis zum Tod haben. Platz 1, Leichenbestatter, also Bestatter. Ja? Platz 2, Ökologen. Meine persönliche Vermutung. Ja? Weil, ja, gut, aber so ist es halt. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, also diese Bedürfnisbefriedigung eben einfach nochmal angesprochen haben. Gut, mehr bedrohte Arten in den Zoo. Das wäre jetzt Verbesserungsvorschlag Nummer 2. Ja, definitiv. Definitiv. Nicht nur, das ist unrealistisch, ja, weil dann besteht unser Zoo aus Schwämmen, irgendwelchen komischen Korallen, die den ganzen Tag nichts tun, Schnecken, keine Ahnung, seltenen Fischen vielleicht, ganz wenigen Säugetieren, hier und da waren noch ein paar Vögeln und diversen Reptilien. Es sind alles Arten, die zum Teil außerordentlich hässlich sind, wirklich hässlich. Und wenn es Insekten sind, sind sie halt auch nicht besonders. Auf den ersten Blick nicht besonders spannend in dem, was sie gerade tun. Ja, bestenfalls laufen sie von A nach B. Und Insekten können außerordentlich faszinierend sein, aber zum Beispiel auf mich hat dieser Funke nie übergeschlagen. Ich muss mich mit Insekten auseinandersetzen, zwingend. Ja, und ich tue es inzwischen auch gerne, weil ich von vielen anderen Dingen jetzt inzwischen so viel weiß, dass ich anfange, mich in den Randbereichen meiner Interessen fortzubilden. Sprich Pilze und Insekten, das sind ja meine beiden großen Bildungslücken, was Zeug im Wald, der ist übrigens da hinten, ne? Angeht. Aber ja, die sind absolut faszinierend, wenn man sie mal näher kennengelernt hat. Keine andere Tiergruppe ist so vielfältig, keine andere Tiergruppe hat solch krasse Lösungen für Überlebensstrategien entwickelt wie die Insekten, aber die sind halt Insekten, die sind halt nicht so toll, die sind nicht kuschelig. Also ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, menschlich hoffentlich schon. Es ist aber unfair. Eigentlich sollten wir uns wirklich mehr mit Insekten beschäftigen. Aber das wäre eben die Konsequenz. Wenn wir erheblich mehr seltene Arten in den Zoo packen, dann kein Zebra, keine Giraffe, ne? Eisbär ja, aber zum Beispiel ein Braunbär schon wieder nicht. Der ist nicht vom Aussterben bedroht, gar nicht. Ein Wolf hätte dann auch nichts dazu suchen, beispielsweise. Einfach um mal ein paar Tiere zu nennen, die man kennt. Oder ein Löwe. Löwe auch nicht, Nilpferd nicht, Nashorn, ja doch. Nashorn schon. Aber ja, weil es idiotische Leute gibt, die der Meinung sind, das Horn sei ein Potenzmittel und solche Späße. Also Deppen auf dem Planeten, wirklich unvorstellbar. Andererseits, bei uns in Deutschland kann man auf Instagram Heilsteine kaufen, die man sich dann irgendwie in den Hintern steckt, um dann was weiß ich was für Krankheiten zu heilen. Also Idioten gibt es auch bei uns. Da musst du nicht nach China. Auch wenn Heilsteine keine Nashörner umbringen. Gut, jedenfalls so viel dazu. Mehr bedrohte Arten war der Punkt. Drittens, keine besonders intelligenten Tierarten. Primaten, Wale, Delfine und so weiter, hatte ich ja schon gesagt. Ich glaube, da könnte man einfach sehr viel Spannung aus der Zoodiskussion rausnehmen, auch wenn Zoodirektoren bzw. Zoobefürworter sagen, dass man grundsätzlich ein egal wie intelligentes Tier auch im Zoo halten kann, solange man seine Bedürfnisse befriedigen kann. Im Fall von einem Primaten heißt das sehr gute Gemeinschaft mit anderen Primaten, das sind ja meistens Gruppentiere, dass in der Gruppe die Sozialstruktur wie in der Wildnis funktioniert, dass sie viel Bewegungsmöglichkeiten haben, viel Interaktionsmöglichkeiten miteinander haben, man ihnen vielfältig Möglichkeiten zur Suche und auch die Notwendigkeit zur Suche nach ihrer Nahrung zur Verfügung stellt, indem man das Essen im Eisblock einfriert, in irgendwelchen Rohren versteckt, wo sie es umständlich rausfingern müssen, wo sie dann gegebenenfalls sogar Werkzeuge verwenden müssen, Grashalm oder ähnliches, um ans Essen ranzukommen. Man kann da sehr viel tun, um die Situation besser zu machen. Aber einfach im Rahmen des Kompromisses und im Rahmen des Friedens, und wie gesagt, ein Kompromiss ist dann ein guter, wenn keiner damit so richtig glücklich ist, dann könnte man wirklich sagen, dass man eben die Primaten, wenn man sie dann in Gefangenschaft halten muss, um sie auswildern zu können, das wirklich in den Herkunftsländern tut, neben dem Wald, wo man sie auswildern könnte, dass, wenn man sie auswildert, im Grunde bloß der Zaun wegkommt und sich ihr Lebensraum nicht verändert, außer dass kein Zaun mehr da ist. Das wäre meiner Meinung nach für sowas wirklich sehr, sehr gut. Gerade in der Primatenforschung gibt es sehr viele Leute, teilweise umstrittene, teilweise sehr verehrte, wie zum Beispiel Jane Goodall, die auch nicht hundertprozentig unumstritten ist, aber doch auch sehr verehrt wird. Nicht ganz zu Unrecht. Ja,
die da der festen Überzeugung sind, dass das bei Primaten sehr, sehr schwierig ist mit der Haltung eben in Zoos. Wichtig ist auch bei Tieren, die aus ganz anderen Klimabedingungen stammen. Ja, ein Pinguin bei uns im Hochsommer. Ich glaube, der hat ein Problem. Ja, das ist der nicht gewöhnt. Selbst wenn der hier geboren ist, Ausnahme vielleicht Humboldt-Pinguine, die kommen ja nicht ganz so in den superkalten Ecken vor. Aber ein Kaiserpinguin bei uns im Hochsommer irgendwo hinzustellen, ist völlig falsch. Ja, das ist so abseits dessen natürlicher Verbreitung, dessen, wo der hingehört, wo der evolutionär angepasst ist, dass ich das wirklich nicht nachvollziehen kann. Es gibt einfach Tiere, da ist auch die Notwendigkeit, diese mit eigenen Augen mal zu sehen, schlicht und ergreifend nicht gegeben. Ja? Warum musst du unbedingt live in Farbe 10 Meter vor dir mal einen Königskaiserpinguin gesehen haben? Wenn das dein absolutes Lieblingstier ist, guck dir ganz viele Dokus dazu an. Aber der Aufwand, der dafür notwendig ist, dass entweder jemand in die Antarktis schippert, um sich mal einen Kaiserpinguin anzugucken, wenn es sein Lebenstraum ist. Aber selbst dann ist das einfach mit einem derartigen Reisekosten, mit einer derartigen, schrottigen, furchtbaren Logistik verbundenen Antarktisurlaub zu machen, den man entweder als Adventure-Urlaub oder Luxusurlaub machen kann. Beides haut relativ viel CO2 in die Atmosphäre und ist einfach vom Ressourcenaufwand für das Erlebnis, mal einen Kaiserpinguin gesehen zu haben, schwierig. Ja? Wie gesagt, wenn es der absolute Lebenstraum ist und man lebt ansonsten vegan, fliegt nirgendwo hin, fährt Fahrrad und was weiß ich, dann kann man das sicherlich mit seinem Gewissen irgendwie vereinen und dann gibt es Möglichkeiten, sich diesen Traum zu erfüllen, ohne gleich ein Arsch zu sein, in Anführungszeichen. Aber, ja, also mit großen Anführungszeichen, wir sind alles Arschlöcher in der Hinsicht, dass wir alle Ressourcen verbrauchen und für unsere individuelle Bedürfnisbefriedigung und eben nicht immer nur an die Umwelt oder die Allgemeine oder sonst was denken und das ist normal und das ist auch ein Teil des Problems selbstverständlich, aber kann man nur mit Steinen nur in Glashäusern werfen, weil niemand außerhalb von dem selbrigen gerade hockt. Ne? Aber ja, das meine ich einfach. Muss denn jedes Tier der Welt im Zoo erlebbar sein? Ja, wenn der Aufwand riesengroß ist fürs Tier, für die Haltung, damit es dem Tier gut geht, musst du den Pinguin quasi die ganze Zeit in die Gefriertruhe hocken, in die riesige Gefriertruhe setzen sozusagen. Und schwierig, ganz schwierig. Und daher kontroverse Tiere von weit, weit weg würde ich aus dem Zoo rauslassen. Was spricht denn gegen unsere heimischen Tierarten? War neulich in einem hervorragenden, ja hervorragend ist vielleicht übertrieben, aber in einem guten Wildpark in Sachsen-Anhalt. Und da gab es komplett nur, plus Neozoen, unsere Tiere. Na? Ausnahmslos, nichts super Exotisches, wirklich nur unsere Tiere, die man auch im gleichen Wald quasi nebenan sozusagen als wildlebend antreffen kann, einfach die Möglichkeit, dass man diese dann einfach mal sieht, weil sie im Gehege halt besser zu sehen sind. Große, große Gehege, gute Haltungsbedingungen, auch sogar Enrichment-Programme, was im Tierpark eher selten ist. Die hatten, haben ja längst nicht so viel Geld wie ein richtiger Zoo. Und trotzdem tolle, tolle Tierarten, inklusive Wolf. Bären hatten sie auch. Ich habe mich dem Bärengehege genähert und dachte zuerst, noch den Bären wird es hier aber nicht gut gehen. Das kann doch bestimmt kein halbwegs artgerecht. Artgerechte Tierhaltung gibt es nicht. Keine Tierhaltung ist artgerecht. Jemals, niemals, gibt es nicht. Aber so gut wie möglich sozusagen Bärenhaltung. Das kann ja nichts Gutes sein. Dann kommen wir da an und dann sehen wir Folgendes. Da muss ich noch einen kleinen Einspieler machen an dieser Stelle. Ja, der Originalton ist leider nicht zu gebrauchen. Die Bären waren relativ still. Das heißt, Bärengebrüll kriegen wir da nicht zu hören. Es sieht so aus, ich kann es leider nicht, da bin ich nicht Bärenexperte genug, genauer rausfinden. Und ja, ich war auch zu doof, um einfach mal nachzufragen im Park. Das wäre ja ganz interessant gewesen. Andererseits war da auch nicht wirklich greifbares Personal zu erreichen, wo man mal hätte nachfragen können. Park gut, Personal Mangelware, also zumindest jetzt für Nachfragen, also so vom Bildungsauftrag her und so weiter und so fort, ne? Hat man ja schon drüber geredet. Es scheint so zu sein, als müsste hier der größere Bär mal dem, ja, es sind herrliche Aufnahmen, das macht halt schon Spaß.
Als müsste hier mal geklärt werden, kurz im Bärengehege, wer hier eigentlich das Sagen hat. Wie man sehen kann, es herrschen hier durchaus bei dem Spielchen durchaus klare Regeln. Es wird fast gebissen, es wird aber nicht wirklich gebissen, weil prinzipiell mit dem Bärenkiefer sind die natürlich in der Lage, sich gegenseitig schwere Verletzungen zuzufügen, auch wenn die Zähne im Verhältnis zum Tier gar nicht so riesig zu sein scheinen. Die haben enorme Beißkraft. Man sieht da hinten im Nacken, ne, dieses zwar noch etwas aufgeplusterte Fell, aber da sitzt wirklich ein Riesenberg an Muskeln, der eben in der Lage ist, mit enormer Kraft zuzubeißen. Das heißt, wenn die sich hier massiv wehtun wollten, wären Bisse vom Bär, also wirklich keine Kleinigkeit, der kann problemlos auch anderen Bären eben damit schweren Schaden zufügen, Menschen erst recht, ne? Und das sind vergleichsweise kleine Braunbären, also falls soll ich das noch hinzusagen, ne? Braunbären, Ursus arctos, haben wir es hier zu tun. Und die leben zu zweit in einem sehr, sehr großen Gehege. Es gibt, kann man im Hintergrund ganz gut sehen, leider eben auch so ein paar kleine Anpassungen, dass zum Beispiel die Bäume, die da hinten stehen, jetzt eher für den Be Zuschauer bzw. für den Parkbesucher gedacht sind als für den Bär selber. Da ist ein Elektrozaun drumherum, damit der Bär eben die Bäume nicht kaputt macht. Das würde er sonst tun, früher oder später, sich dran reiben, das Ding dann als Mahlbaum verwenden und dann könnte man davon ausgehen, dass man dann halt irgendwann keine Bäume mehr da drin stehen hat. Ist das jetzt zweckmäßig oder ist das jetzt wieder zusätzliche Tierquälerei? Das sind eben einfach so Punkte, wo man eben sehr, sehr unterschiedliche Meinungen zu haben kann. Aber diese Aufnahmen sind schon klasse, ne? Also so viel zum Thema. Eigentlich kann es hier ja fast kein gutes Bärengehege geben, war eben mein Gedanke. Das wird bestimmt noch mal so ein Betonteil sein. Also das, was hier Beton ist, ist bestimmt die Wanne, in der sich die Bären hier gerade zanken. Die ist mit Sicherheit aus Beton, aber ansonsten ist das ein wirklich, wirklich großes Gehege, dürfte dem aktuellen Standard wahrscheinlich sogar noch übersteigen für Bärengehegen entsprechen. Und ja, das ist natürlich immer noch nichts im Vergleich zum natürlichen Lebensraum von dem Braunbär, aber gerade auch, dass sie zu zweit sind und eben keinerlei Stereotypen zeigen. Ich habe sie wirklich lange beobachtet, also kein Hin- und Herlaufen an irgendeiner Wand oder sowas. Sie drehen schon Runden durchs Gelände, aber das könnte man dann wirklich einfach dem natürlichen Bewegungsdrang zuschreiben und haben abwechslungsreiche Wege durchs Gelände. Es gibt zum Beispiel einen Baumstamm, über den sie balancieren können, den sehen wir oben links so andeutungsweise. Das hat auch der kleinere Bär zum Beispiel sehr häufig gemacht. Und sie können eben in Interaktion miteinander treten, sich gegenseitig beschäftigen. Es ist auch nicht ein einzelner Bär, der ganz alleine irgendwo leben muss. Das hat man früher auch immer mal wieder gehabt. Und die sind wahrscheinlich auch eben in Gefangenschaft durchaus geboren worden. Ja, es sind wirklich, also ich bin selber begeistert von den Aufnahmen, hat meine Frau übrigens gefilmt. Also herzlichen Dank an der Stelle übrigens auch nochmal. Und ja. Ja, also denen ist auf dem Wege offensichtlich nicht besonders langweilig und sie haben auch ihre körperliche Ertüchtigung durch eben Bärenringkämpfe, wie wir sie hier beobachten können, durchaus ist das gegeben. Ah ja, jetzt muss ich noch dazu sagen, wo befinden wir uns denn hier eigentlich? Das ist der Tierpark Hexentanzplatz Thale, also im Harz. Und ja, das, ja, ich packe euch noch die nächste Aufnahme noch dazu. Ja, und was letzten Endes die zentrale Frage zu diesen Aufnahmen jetzt ist, geht's denen schlecht? Kann man jetzt objektiv feststellen, dass die massiv leiden und überhaupt keinen Bock auf ihr Leben haben, so wie sie es hier gerade führen? Naja, also linker Bär vielleicht, aber das gehört ja eben dazu. Und ja, da tue ich mich dann tatsächlich ein bisschen schwer, hier das große Böse zu sehen, wenn man eben auch, und dafür müssen wir jetzt nochmal die eingangs gezeigten Aufnahmen einblenden, wenn man eben auch den edukativen Nutzen und die Faszination Bär, die dann gerade auch solche Aufnahmen, wenn man die persönlich beobachtet und da wirklich dabei steht und da mitfiebert, welcher Bär wird wohl gewinnen. Also wenn du dabei nichts lernst als aufgeschlossener Naturbeobachter, auch wenn es hier eingesperrte Natur ist, dann weiß ich halt auch nicht, ne? Und das mal selber zu beobachten, das könnt ihr jetzt natürlich nicht beurteilen, weil ihr seht es ja auch wieder nur digital. Aber das macht was mit einem.
Und das weckt gerade meiner Erfahrung nach, gerade bei Kindern, auch wirklich ein fundamentelles Interesse an eben so einem Tier. Und insofern ist dann dieser Begriff Botschafter ihrer Art, das wird vom Zoo ja immer gerne gesagt, warum man Tiere einsperrt, ein paar Exemplare pro Art als Botschafter der Art, um eben dem Mensch klarzumachen, die Art gibt's und die Art ist toll. Manchmal mag da ein bisschen was dran sein. Oft ist es sicherlich übertrieben, in vielen Fällen ist es sicherlich auch Quatsch. Und ob man jetzt Braunbären unbedingt eben im Tierpark haben muss oder nicht, das kann man sich auch durchaus sehr drüber streiten. Braunbären gehören schon zu den eher kritischen Arten, eben aufgrund ihres riesigen natürlichen Habitats. Selbst bei bestmöglichem Gehege ist das schwierig, einfach vom Platzbedarf her, beziehungsweise auch, ja, aber andererseits ist der Braunbär kein reines Raubtier, das heißt, er muss seinen Jagdtrieb nicht unbedingt ausleben. Es gibt auch wild lebende Braunbären, die nie irgendwas jagen und quasi nur Aas fressen und sich ansonsten vegetarisch ernähren. Das ist dann von daher wieder ein Punkt, der für die Braunbärhaltung spräche, weil sie mit abwechslungsreichen, versteckten Nahrungsmitteln, die sie innerhalb ihres Geheges suchen müssen, ausstatten. Das geht vergleichsweise gut, wird hier im Übrigen auch gemacht. Ja, ihr seht, das Thema ist eben komplex und das wollte ich jetzt einfach hier nochmal mit diesen Bärenaufnahmen nochmal ein bisschen verdeutlicht haben. Ja, gerade weil wir hier eben doch eben eine Bildungsfunktion haben. Und auch wenn sie es nicht beweisen lässt, das Gegenteil im Übrigen ja auch nicht, ich glaube schon, dass hier ein Bildungseffekt durchaus stattfinden kann. Und das Problem, beziehungsweise man darf ja auch nicht vernachlässigen, auch wenn nicht viele Leute gebildet aus sowas rauskommen, die dies tun, wer weiß, was die dann später vollbringen werden. Ja, und vielleicht, das kann sein, das muss nicht so sein, brauchen wir auch nicht eine ultimativ gebildete Masse an Leuten, die edukativ hochgebildet aus einem Tierpark rauskommen, sondern vielleicht reichen auch einige wenige, die dann, keine Ahnung, einfach ein großes, sage ich mal, Wissenvermittlungspotenzial entwickeln und den Rest der Welt auch klar machen können, mit was für wichtigen Tieren wir es hier zu tun haben. Ne? Also sowas wie ein hervorragender Tierfilmer beispielsweise oder ein hervorragender Lehrer oder ein sehr guter Zoologieprofessor oder tatsächlich vielleicht sogar mal ein Politiker, der sich für Tiere erfolgreich so stark macht, dass er auch eine große Menge Leute hinter sich vereinen kann und dann tatsächlich auch mal eine, ich sage jetzt mal, in der großen Politik ankommende Tierlobbybewegung mal Einzug hält in zum Beispiel im Bundestag oder sowas in die Richtung. Ne? Das sind jetzt einfach nur so ein paar Gedanken, weil das Video war noch zu kurz. So, und damit aber zurück zum Ben vor Ort. Ja, also das war dann schon sehr, sehr faszinierend. Da muss man auch Glück haben, dass man das gerade mitbekommt. Der Rest der Parkbesucher hat es nicht gesehen. Die einzigen, die das wahrgenommen haben, waren meine Frau und ich. Naja, wie auch immer, jedenfalls, das ist dann meiner Meinung nach erheblich einfacher, weil das Wetter passt. Die Tiere kriegen das Wetter auch ab. Die haben ja kein Dach. Ja? Die müssen wirklich das Wetter erleben, was sie auch im Wald nebendran erleben würden. Im Grunde sind sie im Wald nebendran, wenn der Park gut in den Wald integriert ist. Sie riechen die Tiere von draußen. Sie riechen das, was sie normalerweise riechen würden. Und ja, sie sind eingesperrt und sicher passt denen das nicht so ganz. Aber insgesamt ist es auch viel billiger, ja? Und trotzdem wird Geld eingenommen. Und wenn es einen Zoo nicht gibt, sondern nur noch so einen Wildpark sozusagen, dann müssen die Leute halt in den Wildpark, wenn sie Tiere sehen wollen, die sich verstecken können, die nicht immer da sind, die wirklich Rückzugsmöglichkeiten haben. Und wenn sie da halt alternativ in den Wildpark gehen und der Wildpark auch einen vernünftigen Eintrittspreis, sage ich jetzt mal, verlangt, der im Kosten-Nutzen-Verhältnis irgendwie Sinn ergibt, dann verdient er auch einen Haufen Geld. Und der kann dann aufgrund geringerer Kosten möglicherweise einen erheblich höheren Anteil seiner Einkünfte in Artenschutzprojekte, meinetwegen woanders oder gar in Deutschland selbst, da gäbe es ja auch ein bisschen Bedarf für solche, nicht so viel wie meinetwegen in Afrika oder im Amazonasgebiet, erst recht nicht wie im Amazonasgebiet, aber man könnte da in die Richtung dann vielleicht vieles machen, aber das Argument bringe ich wahrscheinlich
wahrscheinlich nachher sowieso nochmal, daher höre ich da auf, an dieser Quatschstelle mal weiter zu erzählen. Punkt 4, keine Tiere aus völlig anderen Lebensräumen, habe ich gerade gesagt. Punkt 5, weniger Tiere, dafür mit mehr Platz. Ja? Die Populationsgrößen, die jeweiligen Tiergruppen der gleichen Art, die sollten natürlich schon irgendwie ein bisschen an die realen Lebensbedingungen des Tieres angepasst sein. Also wenn du einen Hirsch und eine Hirschkuh, also sogenanntes Tier in der Jägersprache, als Rotwildpopulation hinstellst, dann sind das ein bisschen wenig. Die haben dann zu wenig Interaktion, zumindest die weiblichen Tiere sind Rudeltiere und schwierig, sehr schwierig. Ja? Also da muss dann schon irgendwie dem Bedürfnis nach in der Gruppe unterwegs zu sein entsprochen werden. Andere Tiere, die grundsätzlich alleine unterwegs sind, wenn sie gerade nicht zur Paarung mal treffen, Beispiel der Feldhamster einfach, absolute Einzelgänger, haben überhaupt kein Interesse an Gesellschaft, kurz zur Paarung mal eben in dieselbe Höhle, dann passiert da halt das, was da so passiert, ne? Und dann wird gefälligst der Kerl sofort wieder weggejagt von der Hamsterin und dann herrscht da wieder Ruhe im Bau. Ne? Das wäre dann wieder ganz gut realisierbar. Und auch da muss man eben einfach drauf gucken, welche Tiere kann man, ne? Einen einzelnen Fuchs kann man zum Beispiel auch teilweise ganz gut halten. Insbesondere an solche Tiere kann man auch mal rankommen ohne komplizierte Nachzuchtprojekte, wenn man beispielsweise mal ein verletztes Tier aufpäppelt. Ist es hinterher im Regelfall nicht unbedingt in der Lage, nochmal in die Wildnis entlassen zu werden, je nachdem, um welches Tier es sich handelt, je nachdem, um welches Tier es sich handelt und man muss es quasi irgendwo unterbringen und dann hat man auf dem Wege automatisch immer einen gewissen Nachschub an den Tieren, die es da gibt, die da sein müssen, weil sie in der Wildnis, Kulturlandschaft sofort untergehen und ja letztendlich sterben würden. Und dann ist es immer die bessere Alternative. Und dann kann man auch sagen, ja, vielleicht möchte das Tier dann doch lieber in Gefangenschaft leben, als einfach tot zu sein. Oder mit einer super, super hohen Wahrscheinlichkeit tot zu sein. Aber auch diese Frage kann man letzten Endes fürs Tier nicht beantworten. Unser Eins würde sich in den meisten Fällen mit etwas Überlegungszeit wahrscheinlich immer für, ich sag mal, Gefangenschaft im Luxus entscheiden, als für fast sicheren Tod in Freiheit. Einige von uns werden jetzt behaupten, nein, nein, ich werde die Freiheit, aber macht er das wirklich? Machst du das wirklich, wirklich? Wenn eine nahezu große Sicherheit besteht, dass du das Ganze nicht überlebst, weiß ich nicht. Ja. Also ich würde jetzt auch gerne behaupten, ich mache mir das Gesicht blau an und schreie Freiheit, wie gesagt, aber wahrscheinlich nicht. Gut, Punkt 4 und Punkt 5, also keine Tiere aus völlig anderen Lebensräumen und weniger Tiere mit mehr Platz sorgen für erheblich geringere Kosten, das heißt mehr Gewinn, wenn wir davon ausgehen, dass genauso viele Besucher kommen, ergo mehr Geld für den Artenschutz und schwuppdiwupp hat ein neuer Zoo bzw. tierparkartiger Zoo auf einmal einen ganz anderen Nutzen im Verhältnis zu dem, was er kostet, als er vorher hatte. Und ich glaube, das wäre auch definitiv ein Kompromisspunkt, der, wie gesagt, niemandem gefällt, aber sehr, sehr viel Entgegenkommen seitens der Tierhaltung ist blöde Fraktion ermöglicht. Ja. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, Ausweitung des Bildungsangebots. Man könnte auch drüber nachdenken, ob man quasi Bildung weniger optional und mehr obligatorisch einbaut. Also momentan sind die rechteckigen Schilder am jeweiligen Gehege, die du einfach ignorieren kannst, nicht gerade so, dass man gezwungen wird, die zu lesen. Ja? Ich natürlich schon. Ich lese grundsätzlich jeden Text, der mir bei irgendeiner Einrichtung, was auch immer, sofort irgendwie vorgesetzt wird. Aber muss nicht jeder. Macht auch nicht jeder. Und da wäre zum Beispiel ein Besuch der Anlage inklusive Führung, die man quasi automatisch mitbezahlt und dann natürlich die Führung auch mitmacht, weil man hat sie ja bezahlt, das wäre doch nur eine Möglichkeit, ja? Dass man nicht zwingend mit Führung mitlaufen muss, aber du kriegst die quasi aufgedrückt und lernst dann automatisch was und wenn du schon für einen vernünftigen Eintrittspreis, der nicht zu hoch ist, auch noch eine Führung dazu bekommst,
dann macht die doch jeder. Und schwuppdiwupp hast du automatisch Bildung und keiner kann mehr dumm aus dem Ding rauskommen, es sei denn, er ist so blöd, dass er alles wieder vergessen hat, was ihm gerade erzählt worden ist, bevor die Führung vorbei ist, und dem Stil. Ja, aber hoffen wir mal, dass das eher eine Minderheit sein wird. Und ja, nur so eine Idee. Nur so eine Idee. Ne? Ich bin ja nicht dafür zuständig, jetzt hier den Zoo bzw. die deutsche edukative Tierhaltung zur Artenschutzsicherung zu revolutionieren. Aber ich habe einfach ein paar Ideen. Und generell, grundsätzlich, außer in Ausnahmen, wo das nicht anders geht, Multitiergehege mit mehreren Arten in einem Gehege, die dann in Interaktion miteinander treten können, damit sie einfach mehr beschäftigt sind. Und wir ihnen nicht Spielzeug vorwerfen müssen, nicht wir uns mit ihnen beschäftigen müssen, also nicht irgendwelche Kunststückchen beibringen, schon gar nicht. Also das darf auf keinen Fall weiter erfolgen, dass man den Tieren irgendwelche Kunststückchen beibringt, es sei denn, es sind wirklich eben Alttiere, die noch das halt so gelernt haben, dann kann man damit auch weitermachen, aber bei neuen Tieren sollten die eben mit Menschen so wenig Interaktion wie möglich erfahren. Ein Stück weit ist natürlich unumgänglich, weil sie müssen ja irgendwie gepflegt werden. Sie müssen auch mal zum Tierarzt sozusagen. Jetzt muss mal geguckt werden, ob der Huf noch gesund ist, etc. pp. Sofern das Tier dann Hufe hat. Und ganz ohne Interaktion wird schwierig, aber so wenig wie möglich. Einfach damit das Tier Tier sein kann. Ich weiß, dass das Mikrofon viele, viele Störgeräusche wegfiltert, aber der Motorradfahrer da, das ist jetzt echt ein Arsch mit Ohren. Meine Fresse. Wie kann man denn absichtlich so viel Lärm erzeugen? Ja, indem man absichtlich so viel Lärm erzeugt. Die Maschine ist auch nicht normalerweise so laut. Das war nicht mehr serienmäßig. Gut. Ich bin durch. Ja? Der Akku ist auch gleich leer, daher fasse ich mich mit dem Schlusswort ein wenig kurz. Das war mein Beitrag zur Zoodiskussion. Ich habe versucht, eine möglichst ausgewogene Darstellung hinzubekommen. Probleme, die definitiv existieren, Nutzen, den Zoos auch haben können. Vielleicht nicht alles angesprochen, was ich ursprünglich mal auf dem Zettel hatte, aber man kann es auch übertreiben, und habe mich wirklich lange, lange in das Thema eingearbeitet, viel recherchiert, sehr viele Videos eines gewissen Roberts geguckt, auch sehr viele Videos von anderen Leuten, die den Zoo blöd finden, geguckt, aber eben auch Gegendarstellungen von Zoodirektoren, Zoomanagern, Tierärzten, und anderen Tierpflegern. Letztere ein bisschen weniger, weil die weniger zum Argumentieren, sondern mehr zum Pflegen im Regelfall tätig sind. Aber all sowas und die Quintessenz habt ihr gerade zu hören bekommen. Es gibt viele, viele gute Beiträge zum Thema Zoo da draußen. Es gibt einige polemische, unreflektierte Beiträge zum Thema Zoo da draußen. Letzten Endes Zoo abschaffen? Nein, halte ich nicht für zielführend. Zoo reformieren? Definitiv, ja. Noch mehr in die richtige Richtung tun, und meiner Meinung nach wirklich wäre uns geholfen, weniger exotische Tierarten. Dass wer sich mit exotischen Tierarten auseinandersetzen möchte, kann das tun, und viel mehr Bildung zu dem, was bei uns so vorkommt. Jedes Kind kennt einen Löwen, aber mindestens die Hälfte aller Kinder denken, das Reh ist das Kind vom Hirsch. Und auch viele Erwachsene. Und ich habe auch immer wieder mal jemanden auf Führung, wo ich das versuche, möglichst schonend den Leuten beizubringen, dass die nicht miteinander eng verwandt sind und schon gar nicht das Kind oder die Frau des jeweils anderen. Aber es gibt immer mal wieder Leute, die das tatsächlich noch nicht wussten. Und in der Hinsicht hat man wirklich generationsübergreifend Bildung in Sachen Tiere massiv verpennt. Das sind zwei der wichtigsten Säugetiere, die wir in Deutschland haben, auch der flächenmäßig am häufigsten vorkommenden. Und die sollte man wirklich eher kennen, als dass man den Löwen vom Tiger unterscheiden kann. Ja, das ist auch wichtig und sicher nicht verkehrt, wenn man das kann. Aber unsere heimischen Tiere sollten meiner Meinung nach wirklich Vorrang haben. Die sind auch cool, verflucht nochmal. Ja? Es muss nicht immer gleich der Elefant sein. Auch wenn der natürlich selbstverständlich auch cool ist, keine Frage. Ne? Aber ja, ne? So, bedanke mich. Und herzlichen Dank an dieser Stelle übrigens auch an meine Frau, die viele Testgespräche und Diskussionen mit mir zu dem Thema ertragen musste, weil sie da auch durchaus eine Meinung zu hat, die sehr hilfreich war, die nicht meiner entspricht. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, man muss ja was zu sprechen haben. Ne? Und zum Beispiel gar nicht in den Zoo geht, anders als ich, weil sie mal in Afrika war und gerade Großtiere wie
Elefant und so weiter und so fort in freier Wildbahn, die Big Five, ne, in freier Wildbahn mal gesehen hat, also im Rahmen einer schlingelgreifenden Safari, man kennt das, ne, mit einem Jeep, also man kennt es aus dem Fernsehen, ich habe das ja nie gemacht. Und wenn du das mal gesehen hast, wie die da leben, dann kannst du offensichtlich, meint sie zumindest, oder solltest du zumindest nicht mehr können, ertragen, wie die Haltungsbedingungen bei uns im Zoo sind. Und das Argument kann ich nachvollziehen, absolut. Muss jetzt deswegen jeder nach Afrika fahren? Das wäre dann wieder schlecht, ja? Und einfach nicht notwendig. Und schwierig, schwierig. Ja? Aber nochmal, danke Schatz für Gespräch und so weiter und auch deine guten Argumente. Einige von ihren Punkten sind hier irgendwo mit eingeflossen, auch ohne, dass ich sie jetzt besonders gekennzeichnet habe, aber ist mit drin. Ja, macht's gut. Nächstes Mal wahrscheinlich wieder kürzer. Tschüss.